Es ist die World Wrestling Federation, die Washington Wrestling Federation. Man inszeniert diese Show mit bitteren Rivalitäten, Bösewichtern. Man kann sich gegenseitig wirklich nicht leiden. Aber hinter verschlossenen Türen sind sie Kumpels und trinken einen zusammen und machen Geschäfte. Die Republikanische Partei und die Demokratische Partei befinden sich im Besitz derselben globalen Eliten. Und bei den Themen, die für die globalen Eliten bedeutsam sind, handeln sie wie eine Partei. Sie kleiden sich in der amerikanischen Flagge und sie haben davon geredet, das amerikanische Erbe und amerikanische Prinzipien zu bewahren, währenddessen sie darauf hinarbeiten, uns mit einer neuen Weltordnung zu verschmelzen, in der unsere Souveränität zerstört wird und wir jegliche Bindung verlieren mit unserem amerikanischen Erbe. Es gibt einen Puppenspieler, der die linke Seite steuert und der die rechte Seite steuert. Sie kontrollieren die Republikanische Partei und sie kontrollieren die Demokratische Partei. Das ist keine Frage der einen Partei oder der anderen. Das ist keine Frage der linken oder der rechten Seite. Die Frage ist, wem sollte eine Regierung dienen? Sie sollte dem Volk dienen. Die Regierung ist nur das Werkzeug einer dominierenden Minderheit, die Wirtschaftswissenschaft und Regierungsgesetze verwendet, um diverse Weisungen dem Volk aufzuzwingen. Das Links-Rechts-Denkmuster in den Vereinigten Staaten und in der US-Politik ist direkt aus der Kommerz- und Konzernwelt entliehen. In der Businesswelt haben wir Coke und Pepsi, McDonald's und Burger King, AT&T und Verizon. Wir haben eine zweigeteilte Monopolstellung. Eine zweigeteilte Monopolstellung führt zu der Illusion, dass es ein Mindestmaß an Wettbewerb und Wahlmöglichkeiten gibt. Es sieht ein wenig besser aus als ein Monopol. Wenn man im kommunistischen Russland zum Beispiel das rote kommunistische Russland und das gelb-grüne kommunistische Russland gehabt hätte, dann hätte es die Illusion einer Wahlmöglichkeit gegeben. So etwas wie Demokratie in Russland. Aber sie sagten einfach, vergesst es. Wir nehmen einfach Rot. In den USA haben wir das Links-Rechts-Denkmuster, welches unglücklicherweise nicht die kalte, harte Tatsache ändert, dass es keine Wahlmöglichkeit, keine soziale Gerechtigkeit gibt. Es gibt nur eine Wahlmöglichkeit, nämlich mehr Abgaben zu leisten an jene, die nun das gesamte System als Geisel festhalten. Wir haben gesehen, wie die Grenzen der Regierung nach und nach verschwanden. Wir haben diese Erosion gesehen bis hin zu dem Punkt, wo es heute so scheint, als wäre es jedem egal. Und jetzt haben wir in Washington D.C. den Untergang der Republik gesehen. Wenn die Vereinigten Staaten nicht ihre Bill of Rights und ihre Verfassung haben, existieren sie nicht mehr. Es ist dann nur noch x-beliebiger Grund und Boden. Und das ist, was diese globalen Korporatisten wollen. Sie wollen die Bill of Rights und die Verfassung völlig demontieren. Und das ist, was sie in diesem Moment tun. Dies ist der Untergang der Republik. Unsere Nation stirbt. Wir, das Volk, das in diesem großartigen Land lebt, müssen uns erheben, uns beteiligen und das System zurückholen. Wir schulden unsere Loyalität der Bill of Rights und der Verfassung, nicht einer politischen Partei. Nicht Politikern, die sich selbst in den Farben Rot, Weiß und Blau kleiden, während sie gleichzeitig alles zerstören, wofür diese ehrwürdige Flagge steht. Früher hatte man den Globus mit über 180 Ländern. Und ein paar dieser Länder hatten sehr viel Macht, wie die Sowjetunion, das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten zu verschiedenen Zeiten. Aber heute sollte man eher den Globus betrachten und sagen, dass er von riesigen Wolken umgeben ist, die um den Planeten wabern. Die Großkonzerne kennen keine nationalen Grenzen, sie folgen keiner bestimmten Sammlung von Gesetzen. Sie kontrollieren im Prinzip Politiker auf der ganzen Welt, weil sie das ganze Geld haben und Politiker benötigen immer Geld, um gewählt zu werden oder um ihre Regierungsgeschäfte zu führen, falls es sich nicht um demokratisch gewählte Politiker handelt. Sie kontrollieren die Mainstream-Presse, entweder durch den direkten Besitz von Presseorganen oder durch die Werbebudgets. Sie haben eine riesige Anzahl an Lobbyisten in Washington, welche einen gewaltigen Einfluss ausüben auf den Präsidenten und den Kongress. Und sie sagen wirklich, wo es lang geht. Sie bilden Partnerschaften mit den Chinesen und den Taiwanesen und den Tibetern oder mit den Israelis und arabischen Nationen, mit Brasilianern, Indern, mit jedem Land und jeder Gruppierung, die Ressourcen hat, welche begehrt werden. Zum ersten Mal in der Geschichte haben wir also diese neue Form eines Imperiums. Of an empire. Wir müssen uns erheben, um hier eine Republik zu bewahren und die Herrschaft des Rechts, welche sich in größter Gefahr befindet. Wir wollen nicht unter einer Weltregierung der Konzerne
durch die Konzerne und für die Konzerne leben. Ich möchte es nicht glauben. Das ist wahrscheinlich, was mich zurückhält. Aber ich sehe sicherlich genügend Anzeichen dafür, dass es wahr sein könnte. Absolut. Denn die reden immer davon, dass Mexiko, die Vereinigten Staaten und Kanada so enden könnten wie Europa. Und es werden auf politischer Ebene Dinge getan, die uns in diese Richtung zu führen scheinen. Ich denke also, dass wir alle als amerikanische Bürger die Verantwortung haben, aufmerksam zu sein. Diese Bewegung hin zu einer Weltregierung dreht sich nicht um Blumen und Freude und Frieden und ein besseres Leben. Es geht um Unterwerfung. Sie haben in Ihren eigenen Schriften verlautbart, von früheren Zeiten bis in die Gegenwart hinein, dass die Welt, die Sie erschaffen, eine Welt sein wird, in der jeder, der geboren wird oder dem es gestattet sein wird, geboren zu werden, dem Staat dienen muss. Dies soll Ihre einzige Funktion sein. Wenn Sie eine Aufgabe für dich haben, die du erfüllen sollst, oder Sie eine Notwendigkeit für dich haben. Der 4. Juli 2009. Überall in den Vereinigten Staaten finden sich Bürger zusammen, um die Gründung der Republik vor 233 Jahren zu feiern. Die meisten Leute in der Menschenmenge waren sich bewusst darüber, dass Amerika sich in eine falsche Richtung bewegt, dass Dinge sich zum Schlechten wandelten. Aber nur wenige konnten die Ausmaße der Korruption und des Diebstahls begreifen, die zügellos im Herzen der Nation grassierten. Der Motto von Amerikas Größe besteht nicht nur aus den Freiheiten, sondern aus der Bereitschaft der Bürger zum Kampf für deren Verteidigung. Hunderte anderer Nationen hatten viel größere Bevölkerungen und mehr Ressourcen gehabt, produzierten jedoch nie ein Zehntel des Wohlstands, der Wissenschaft und der Kunst der Vereinigten Staaten. Weshalb? In Amerika herrschte eine erstaunliche Situation vor, weil es die Gründungsväter gab, die herausfanden, wie sie die Monarchie ablösen konnten, um sie mit den drei zentralen Regierungsgewalten zu ersetzen, so dass gegenseitige Kontrolle und eine Gewaltenteilung geschaffen wird, damit Platz ist für Individuen, die in dem Kontext einer Gemeinschaft arbeiten, einem demokratischen Regierungssystem. Es bleibt immer noch genügend Raum dafür, dass Individuen aufsteigen und profitabel und selbsterhaltend und reich werden bei dem Streben nach Glück, ohne diktatorisch zu werden, aber im Laufe der Jahre wurden unglücklicherweise all diese Gewaltenteilungen beseitigt. Der wundervolle Entwurf der Gründerväter wurde unterwandert durch einen Einheitskonzern, ein kommunistisches Konzerngebilde. Wir haben all diese Dinge nicht mehr. Wir sind wieder dort, wo wir vor der Revolution waren. Wir haben einen monolithischen Staat. Während der ersten 100 Jahre der Vereinigten Staaten nach dem 18. Jahrhundert, in dem wir uns von der britischen Herrschaft befreiten, wurde einem Konzern keine Erlaubnis erteilt, wenn er nicht dem Gemeinwohl diente. Das musste belegt werden. Und dann galt die Erlaubnis nur für 10 Jahre oder manchmal so lange, wie ein Projekt andauerte, wie etwa ein Brückenbau oder ein Kanalbau. Es musste hinterher geprüft werden und Erlaubnisse wurden nur erteilt, wenn gezeigt werden konnte, dass dem öffentlichen Interesse damit gedient wurde. Dies änderte sich. Hauptsächlich, weil John D. Rockefeller zuerst Delaware und New Jersey quasi bestach, damit sie ein anderes System akzeptierten. Er sagte, hört zu, wenn ich euch einen Haufen Geld bezahle durch Steuern und so weiter, dann will ich die Erlaubnis haben, nicht dem Allgemeinwohl dienen zu müssen. Ich will um dieses Gesetz herum. Und ein Staat nach dem anderen wandelte sich ab dem Punkt. In den Vereinigten Staaten erkennen unsere Verfassung und Bill of Rights an, dass Individuen angeborene Freiheiten haben, die niemals durch irgendeine Regierung weggenommen werden können. Zum ersten Mal in der Geschichte hatte die Bevölkerung die Freiheit, nach ihrem vollen Potenzial zu greifen. Jede andere Nation auf der Welt wurde in Sachen Produktion und anderweitig übertroffen. Die Rechte auf Meinungsfreiheit, Selbstverteidigung, Privatbesitz, ordentliche Gerichtsverfahren und viele andere entfachten eine Revolution in der menschlichen Entwicklung, welche die despotische Herrschaft von Monarchen und Tyrannen weltweit bedrohte. Aber die korrupten Eliten hatten die Geschichte studiert. Sie wussten, dass große Zivilisationen nur von innen heraus untergehen können. Sie wissen von vergangenen Erfahrungen und von der Geschichte, dass Zivilisationen kommen und gehen, dahinschwinden. Sie kennen die Gründe, weshalb sie kommen und gehen. Ist nicht der Kollaps der industrialisierten Zivilisationen die einzige Hoffnung für den Planeten? Ist es nicht unsere Verantwortung, dies herbeizuführen?
Maurice Strong, Gründer des UN-Umweltprogramms, bei seiner Eröffnungsrede bei der Rio-Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung 1992. Maurice Strong ist der Mann, der gesagt hatte, dass man niemals einem weiteren Land erlauben würde, so mächtig wie Amerika zu werden. Man würde nicht erlauben, dass dies noch einmal geschehe. Und er sagte, das Beste, das wir tun können, ist, alle Fabriken abzureißen, alle großen Konzerne der Vereinigten Staaten, alles abzureißen und es der Natur zurückzugeben. Der Rat von dieser Person, die gewaltige Macht in den Vereinten Nationen besitzt, wurde von Rockefeller selbst übernommen und gelobt. Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte, ungefähr seit der Ermordung Kennedys, sahen wir im Prinzip in jedem Land der Welt eine fortwährende oligarchische Transformation. In den Vereinigten Staaten nahm dies die Form einer oligarchischen Gegenrevolution gegen die Reformen der 1930er Jahre an, wobei sich die Wall-Street-Interessen als immer dominanter behaupteten. Und sobald Banker und Oligarchen Macht besitzen, werden sie natürlich Dinge tun. Man kann es Richtlinien nennen, man kann es als eine Art Tropismus bezeichnen, so wie eine Pflanze reagiert. Sie werden versuchen, den Lebensstandard der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung zu vermindern. Sie werden behaupten, die Welt sei überbevölkert, dass Industrialisierung, Verschmutzung durch Industrie und die Überbevölkerung die Hauptprobleme auf der Welt wären. Und sie werden generell versuchen, jedwede Art von populären Demokratien oder Massenbewegungen mit fortschrittlichem Inhalt zu zerstören und abzutöten. Nationen steigen auf und gehen unter. Sie wussten, dass man die Schulden niemals wieder zurückzahlen kann. Sie wussten, dass Krankheiten oder in die Länge gezogene Kriege die Bevölkerung auslöschen können und auch zukünftige Bevölkerungen auslöschen können, welche die Schulden eigentlich zurückzahlen sollen. Diese Leute arbeiten alle zusammen. Sie haben das gesamte Wirtschaftssystem der Welt in den vergangenen 250 Jahren angeführt. Also warum würden sie nicht auch das Wirtschaftssystem die nächsten paar hundert Jahre lang führen? Die Frage einer herrschenden Klasse, einer oligarchischen Herrscherklasse, wird von Plato in der Republik aufgeworfen. Darin heißt es, dass die Oligarchie eine Verfassung voller zahlreicher Übel ist, wo die Reichen eine Regierung dominieren, indem sie jene kaufen. Und der Durchschnittsmensch sowie die Armen zählen überhaupt nicht. Die Oligarchie ist eine Geisteshaltung. In anderen Worten, wenn du ein Banker bist, ist das bereits eine Weltanschauung, eine Sichtweise auf die Welt. Es wird impliziert, dass die Vorgehensweisen, die uns so weit gebracht haben, die Prinzipien nach Malthus sind: Nullwachstum, die Verringerung des Lebensstandards, die Versuche, alle möglichen Masseninstitutionen auszulöschen, die eine Gegenmacht sein könnten. Dies ist eine wissenschaftliche Diktatur, von der Bertrand Russell und die Huxleys, sowohl Aldous als auch Julian, gesagt haben, dass sie umgesetzt werden soll. Die wissenschaftlich kontrollierte Gesellschaft. Es ist nicht nur Familienplanung, was in Wirklichkeit Abtreibungen und so weiter bedeutet. Es sind globale Pläne, was wortwörtlich Sterilisierungen und Abtreibungen weltweit bedeutet für die ideale, zahlenmäßig verringerte Gesellschaft. Nicht nur weitläufig durch Genetik, durch die Genomprojekte, durch die ständige IQ-Tests. Die Globalisierung hat die Welt wirtschaftlich zerstört. Mindestens 40 bis 50.000 Menschen sterben weltweit jeden Tag aufgrund von Hunger, Unterernährung und Krankheiten, die für wenige Cent geheilt werden können, sowie Durchfall. Wenn du einen dieser Oligarchen und Malthus-Anhänger fragst, denkst du nicht, dass etwas getan werden muss, um den Lebensstandard in Afrika oder Südasien zu erhöhen? Dann werden die sagen, nein, das ist unmöglich. Das würde den Planeten ruinieren. Das würde Mutter Erde unterdrücken. Das ist also Oligarchie. Klassenbewusstsein in diesem Sinne ist absolut essentiell. Wenn du denkst, dass Banker die gleichen Menschen sind wie du selbst, liegst du falsch. F. Scott Fitzgerald sagte einst zu Hemingway, weißt du, die Reichen sind anders als wir. Und Hemingway sagte, ja, die haben mehr Geld. Und F. Scott Fitzgerald antwortete, nein, das geht viel tiefer. Es ist eine ganz andere Welt. Um ein Oligarch zu sein, ein Rockefeller oder dergleichen, bedeutet, dass du in einer völlig anderen Welt bist, mit Werten, die sich völlig unterscheiden von den menschlichen Werten. Wenn man es den Oligarchen gestattet, weiterhin zu dominieren, dann ist die Zerstörung der Weltzivilisation bestenfalls nur eine Sache von wenigen Jahrzehnten. Um die Umsetzung ihrer Agenda zu erzwingen, verwendet die Elite eines ihrer beliebtesten Werkzeuge, die künstliche Erzeugung von Krisen, auch bekannt als die Hegelsche Dialektik oder Problem, Reaktion, Lösung. Die herrschende Elite der Welt sind in erster Linie Monopolisten. Der Begründer des Rockefeller-Clans fasste dies ganz simpel zusammen, als er sagte, Konkurrenz ist eine Sünde. Rockefeller selbst sagte, dass Konkurrenz eine Sünde wäre.
Leute dachten, es wäre nur einer seiner kleinen Scherze. Er machte viele Witze über das Sparen von Pennies und so weiter. Aber in Wirklichkeit sprach er eine Tatsache aus. Konkurrenz war für einen Mann wie ihn, der für eine viel größere Organisation arbeitete, tatsächlich eine Sünde. Die Kartelle, die seitdem gebildet wurden, sind viel größer und mächtiger geworden. Kartelle, die im wahrsten Sinne des Wortes Regierungen herumkommandieren konnten, manchmal auch um für ihre Zwecke in den Krieg zu ziehen. Der Wirtschaftskollaps von 2008 und 2009 war eine beabsichtigte Krise, entworfen, um weltweit souveräne Nationen lahmzulegen, um den Weg zu bereiten für eine Weltwährung und eine neue Weltbank. China hält 1,5 Billionen. Auf der ganzen Welt halten sie die US-Währung. Sie wollen da aussteigen auf eine Weise, mit der sie nicht an ihren Investments verlieren. Es wird eine Weltwährung geben. Es wird eine neue Reservewährung geben. Man wird es durch den IWF durchboxen. Die Bankster werden das Ganze verwalten. Es wird passieren. Und es wird eher früher als später passieren. Es wurde auch die Frage an Geithner gestellt. Glauben Sie, dass der US-Dollar ersetzt werden sollte? Und er patzte. Er hatte einen Moment der Aufrichtigkeit, in dem er sagte, ja, wir ziehen das in Betracht. Und an diesem Tag sank der Dollar um 1% in nur wenigen Minuten. Timothy Geithners Kommentare darüber, dass eine Weltwährung nicht vom Tisch sei, denn das ist, was kommen wird. Die ganze Welt ist bereit, aus dem Dollar auszusteigen. Man will es auf eine Weise tun, mit der man nicht an den eigenen Investitionen verliert. Das ist alles, was derzeit geschieht. Alle auf der Welt, die Japaner, die 1 Billion halten, die Chinesen, die 1 Billion halten, die Saudis haben 1 Billion, die Europäer etwa ähnlich viel. Alle werden es gleichzeitig abstoßen. Der Ansturm auf die Ausgänge wird dann zu einer Hyperinflation führen. That will then create hyperinflation. When America finishes supplying the manpower, wenn Amerika genügend Arbeitskraft und Militär bereitgestellt hat für die Standardisierung der Welt in das einheitliche System, eine säkulare Weltgesellschaft mit Zügen der grünen Erdreligion aus Gründen der Nachhaltigkeit, wird Amerika in den Endstadien dieser Agenda den Amerikanern zu Hause den Boden unter den Füßen wegziehen. Wenn der Dollar zu fallen beginnt, das war immer der Albtraum gewesen von Paul Adolf Volcker, der nun unter Obama im Weißen Haus sitzt, kann es durch nichts mehr aufgehalten werden. Es gibt keinen durchführbaren Weg, um es aufzuhalten, nachdem es begonnen hat, an Fahrt zu gewinnen. Ich denke also, wir sehen uns irgendwann der wahrscheinlichen Situation gegenüber, eine Dollarpanik zu erleben, kombiniert mit einer Hyperinflation. Sie ziehen den Leuten den Boden unter den Füßen weg. Wir werden zunehmend zu einem Land ohne industrielle Produktion. Jedes Land, das nicht seine eigenen Güter produzieren kann, nicht einmal jene für die eigene Verteidigung, ist nicht länger souverän, unabhängig und in der Lage, sich selbst zu erhalten. Das sagt uns, dass es alles Teil des Plans ist. Es begann damit, dass das Federal Reserve System geschaffen wurde, dem man die Macht des Staates verlieh, Geld aus dem Nichts zu erschaffen und dies ohne Bezug auf den Willen des Volkes, ungeachtet dessen, was hinter dem Geldsystem steckt. In anderen Worten, es waren durchweg politische und wirtschaftliche Motive auf Seiten der Banker und der Politiker. Sobald man diese Macht an eine Gruppe verlieh, dem Federal Reserve System, war die Wirtschaftskrise unvermeidlich. Dies ist bereits zuvor geschehen. Jedes Mal, wenn in der Geschichte der Regierung oder einer Gruppe von Banken zusammen mit der Regierung die Macht verliehen wurde, die Geldmenge nach eigenem Gutdünken zu vergrößern, endeten diese Finanzsysteme immer in der Krise und kollabierten jedes Mal. Es gibt also keinen Grund zur Annahme, dass für die Vereinigten Staaten eine besondere Ausnahme gilt für die geschichtlichen Prozesse. Die Wirtschaftskrise begann, als die Gründer des Federal Reserve Systems sich auf Jekyll Island im Jahr 1910 trafen und das Federal Reserve Gesetz ausarbeiteten. Eines der Dinge, die sie diskutiert hatten, war, wie man die unvermeidlichen Verluste auf die Steuerzahler abwälzen konnte. Sie wussten, dass unvermeidlich so etwas geschehen würde, und sie wussten, dass es einen Weg geben muss, da herauszukommen, ohne die Banken, also sich selbst, zu zerstören. Sie
meinten, wir gehen mit der Regierung eine Partnerschaft ein. Wir lassen unser Kartellabkommen zum Gesetz werden, nennen es das Federal Reserve Gesetz und wir machen den Steuerzahler verantwortlich dafür, uns zu retten, falls, wenn die Pleite letztendlich da ist. Wir bewegen uns auf die größte Depression zu. Es wird kein Jobwachstum geben. Die Arbeitslosigkeit wird schlimmer werden, genauso wie die Kriminalität, Armut, Entführungen, Angriffe gegen die Arbeitgeber. Und je mehr die Dinge außer Kontrolle geraten, umso härter wird die Reaktion durch die Bundesregierung ausfallen, um die Kontrolle zu behalten. Macht ist viel, viel wichtiger für diese Leute als Geld. Geld ist nur Mittel zum Zweck. Macht ist das Endresultat. Das Hauptziel der Elite ist die Zerstörung nationaler Souveränität und individueller Unabhängigkeit. Um ihre Machtposition zu verstärken, erschaffen die Banker künstliche Schuldenblasen, die man rein rechnerisch unmöglich zurückzahlen kann. Das sind die finsteren, toxischen Vermögenswerte, die komplexen Finanzinstrumente, von denen Sie sprechen, die Sie aber nie wirklich benennen. Sie sind Papier, das auf Papier basiert. Es sind Credit Default Swaps, Collateralized Debt Obligations, Mortgage-Backed Securities, Asset-Backed Securities, Structured Investment Vehicles, Auction Rate Securities und so weiter. Es ist eine immense Masse aus krebsartigem, fiktiven, im Wert aufgeblasenen Spekulationspapier. Unmöglich zu retten. Wenn man die Derivate in ihren Büchern auflistet, ist es unmöglich, das schwarze Loch im Umfang von 1,5 Milliarden Dollar zu retten. Aber man versucht es nichtsdestotrotz. Die Wall Street-Typen sind kriminell. Wenn man den Banktresor offen lässt, dann werden sich diese Leute bedienen. Es ist die Aufgabe der Regierung, sicherzustellen, dass jemand den Tresor geschlossen hält und nur wenige Leute die Kombination kennen. Ich bin William K. Black, Professor Extraordinarius für Wirtschaft und Recht an der Universität von Missouri in Kansas City. Ich war ein ranghoher Kontrolleur in mehreren Positionen während der Spar- und Darlehenskrise. Auf personeller Ebene führte ich die Neuregulierung der Spar- und Darlehensindustrie an. Es ist der Zweck der Kontrolle und der Strafverfolgung sicherzustellen, dass Schummler nicht gedeihen, dass ehrliche Produzenten im Konkurrenzkampf gewinnen. Der Hauptantrieb für die gegenwärtige Krise ist Betrug bei der Rechnungsprüfung. Dies sind Betrügereien, die von den Geschäftsführern der wichtigsten Krediteinrichtungen und Großbanken und Käufern der toxischen Abfallvermögenswerte geleitet werden. Wie hat es angefangen? Es begann mit Hypothekenkrediten, insbesondere mit den zweitklassigen. Im September 2004 warnte das FBI, dass es eine Epidemie von Hypothekenbetrügereien gäbe und dass diese Epidemie an Hypothekenbetrügereien, falls man es nicht stoppen würde, eine Wirtschaftskrise auslösen werde, die mindestens so groß wäre wie das Spar- und Darlehensdebakel. Das FBI fand heraus, dass 80% der Hypothekenbetrügereien durch die Kreditgeber, nicht durch die Kreditnehmer hervorgerufen wurde. Viel Wut hat sich gegenüber den Kreditnehmern entladen, aber wenn man wütend sein will, dann auf die Geschäftsführer, die märchenhaft reich wurden, indem sie einer Strategie folgten, die auf Betrug basierte. Die Wall Street-Leute und deren Freunde hier bei der Federal Reserve und dem US-Finanzministerium und am Ende der Washington Mall hier in der Hauptstadt. Hier wurde der Schaden verursacht. Und wenn Leute ihrem Ärger Luft machen wollen, dann sollten sie ihn an diesen Leuten auslassen. Zwischen der Bush-Paulson-Administration und der Obama-Summers-Volcker-Administration sehen wir eine totale politische Kontinuität in wirtschaftlichen und finanziellen Angelegenheiten. Die Leute sollten nicht länger ihrer politischen Partei die Treue schwören. Sie sollten der Bill of Rights und der Verfassung und dem, was die Republik so großartig gemacht hat, die Treue schwören. Die grundsätzlichen Menschenrechte und die Menschenwürde, die jeder Bürger dieses Landes von Geburt an hat. Nicht, weil es ein Recht ist, das uns von der Regierung gegeben wurde, sondern weil unsere Verfassung und unsere Bill of Rights festlegen, dass diese Rechte unveräußerlich und Gott gegeben sind. Wir haben sie von Geburt an als fühlende, freie Wesen mit einem Bewusstsein.
Aber stattdessen jubelt die Bevölkerung den Republikanern bei einem Sieg zu oder den Demokraten, wenn jene die Republikaner besiegen. Es ist ein endloses, inszeniertes Gladiatoren-Schauspiel. Interessengruppen besitzen beide Parteien und man projiziert das falsche Links-Rechts-Denkmuster auf eine Leinwand. Dahinter, quasi hinter dem Thron, ist das Establishment in der Lage, unsere Gesellschaft zu steuern und jene in einen hochtechnisierten Polizeistaat umzubauen. Wenn man es zulässt, dass die Finanzoligarchen, die die Krise überhaupt erst geschaffen hatten, uns aufschwatzen, dass dies die Spezialisten sind, die uns aus dieser Krise herausholen werden, dann werden sie uns tiefer und tiefer in den bodenlosen Abgrund einer weltweiten Wirtschaftsdepression, eines Finanzkollapses und eines Zerfalls stürzen. Die Federal Reserve hinter mir ist wahrscheinlich die am wenigsten transparente Behörde in der Bundesregierung. Man könnte sogar sagen, dass die Central Intelligence Agency transparenter ist als die Federal Reserve. Die Fed, wie Sie wissen, ist nur ein Monopol der Banker. Man gestattet den Füchsen, auf das Hennenhaus aufzupassen. Ich persönlich wäre dafür, dass der Kongress die Fed einfach verstaatlicht und dass die Banker dort rausgenommen werden. Sie beklauen nur das amerikanische Volk. Gebt sie direkt in die Hände des Kongresses und lasst den Kongress entscheiden anstelle dieser intriganten Gruppe von Bankern, die ihre eigenen Profitmargen festsetzen auf Kosten des amerikanischen Volkes. Seit der Erschaffung der Federal Reserve im Jahr 1913 haben Patrioten unermüdlich versucht, das amerikanische Volk zu warnen vor dem tatsächlichen Wesen der Federal Reserve. Während ihrer über 90-jährigen Geschichte gingen die meisten Amerikaner fälschlicherweise davon aus, dass die Federal Reserve eine Regierungsbehörde sei. Aber heutzutage zeigen wissenschaftliche Meinungsumfragen, dass die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung sich im Klaren über die Tatsache ist, dass die Federal Reserve das Frontunternehmen für ein ausländisches, privates Bankenkartell ist, welches nicht nur die Vereinigten Staaten, sondern auch fast jede andere Nation auf der Welt dominiert. Es wurde noch nie in irgendeinem Buch geschrieben, auf das ich gestoßen bin, wer diesen Typen die Befugnis oder die Erlaubnis gegeben hat, die internationalen Banker für die ganze Welt zu sein. Warum braucht man überhaupt internationale Banker? Warum sollte irgendeine Regierung zustimmen, diese einzusetzen? Wozu sind die überhaupt gut? Kann ein Land denn nicht sein eigenes Geld erschaffen? Dies zeigt uns, dass es bereits vor 200-300 Jahren ein existierendes, übergreifendes System gegeben hat, das diesen Typen die Erlaubnis gab, irgendwie zu den Oberherren des gesamten Geldes aller Länder zu werden. Was ist die Weltregierung? Jahrzehntelang haben die Medien ihre Existenz geleugnet. Und nun sagen sie, oh ja, es wird eine Weltregierung geben. Eine neue Weltbank. Und wir werden an jene unsere Kohlenstoffsteuern zahlen. Worum handelt es sich? Es ist nichts weiter als eine private, feindselige Übernahme jeder souveränen Nation auf dieser Welt. Und wenn man dann diese Philosophie dieser globalen Konzernhäuptlinge betrachtet, dann sieht man, dass es sich um die Dominanz über die Armen, die Bevölkerung dreht. Laut dieser Ansicht hat Menschenleben nicht nur einen geringen Wert, es hat einen negativen Wert. Egal was sie tun, sie haben ihre Begründung, dass es höheren Interessen dient, wenn man mehr Menschenleben beseitigt. They have the rationale that it's in the greater interest to get rid of more human lives. They are so arrogant. Die sind so arrogant und selbstsicher. Sie sagen, ja, wir haben die Europäische Union geschaffen, wir haben den Euro geschaffen und das stammt von den Bilderberg-Leuten. Wir werden eine Weltbank erschaffen, wir werden eine Weltregierung erschaffen. Die verkünden das laut und deutlich. Bei ihrem Versuch, ihre Agenda durchzuboxen, bringen sie nun die Faktoren Rasse und Klasse ins Spiel. Es ist von essentieller Bedeutung, dass das Establishment die Bevölkerung untereinander ausspielt. Republikaner gegen Demokraten, linksliberal gegen konservativ, schwarz gegen weiß. Solange die Menschen gegeneinander kämpfen, können sie nicht zusammenkommen und die Konzerndiktatur absetzen, welche sich auf kriminelle Art und Weise Macht angeeignet hat, mithilfe des Staatssicherheitsapparats. Es ist so offensichtlich für jeden, der aufmerksam ist, dass der Präsident der Vereinigten Staaten nicht wirklich die Kontrolle hat. Sei es nun Gerald Ford oder Jimmy Carter oder Ronald Reagan oder Clinton oder Bush oder der zweite Bush. Mit Obama ist es nicht anders. Und wie Franklin Delano Roosevelt gesagt hat, Präsidenten werden ausgewählt, nicht gewählt.
Die meisten Menschen denken heute immer noch, dass all die Unterhaltung in Filmen und TV-Sendungen nichts weiter als Unterhaltung ist. Das war jedoch niemals der Fall. Die bedeutungsvollsten gesellschaftlichen Botschaften werden durch Filme und TV-Dramas beworben, durch die Verankerung von emotionalen Szenen. Emotionale Szenen, nicht logische, faktische Szenen. Man vermittelt Dinge auf einem emotionalen Weg, die dann im Gehirn aufgenommen und gespeichert werden. Emotionale Inhalte sind sehr wichtig, im Gegensatz zu Diskussionen oder einem Streit unter der Verwendung von Logik und Fakten. Es gibt keine Debatten, und wenn man unter dem Einfluss von Fiktion steht, dann ist deine Deckung unten, der Filter in deinem Gehirn ist nicht aktiv, er sagt nicht, ja, ich stimme dem zu, ich stimme jenem nicht zu, wie in einer Debatte oder einer Lehrveranstaltung. Man befindet sich in einem Alpha-Zustand und es werden neue Ideen in dein Gehirn übertragen. Im Laufe der Geschichte haben Sozialwissenschaftler Techniken verbessert, die entworfen wurden, um große Bevölkerungen zu kontrollieren. About 100 years ago, this big organization with many branches. Vor über 100 Jahren wollte diese große, weit verzweigte Organisation die Welt regieren mit Großbritannien als Kern eines Systems, als Embryo, welches dann mit den USA verbunden werden würde unter dem angloamerikanischen Establishment. Man schrieb über die Art von Kultur und die Veränderungen der Kultur über einen Zeitraum von 100 Jahren, die sie tatsächlich entwerfen und umsetzen würden. H.G. Wells sprach auch darüber, er sprach über Stadien. Er sagte, Stadien könnten überall auf der Welt errichtet werden, für Sport zum Beispiel. Zu jener Zeit war Sport etwas, für das sich Kinder, Schulkinder begeisterten. Erwachsene waren erwachsen und beschäftigten sich mit Dingen, die für Erwachsene typisch sind. Es war zu der Zeit unvorstellbar, dass Leute eine Notwendigkeit verspüren würden, für Erwachsenen Sport und Unterhaltung, geschweige denn, dass Stadien überall auf der Welt gebaut werden. Aber er sagte, dass dies gelingen und man den Männern eine Sportkultur andrehen könne, unter Zuhilfenahme des Stammesdenkens. Wir alle praktizieren zu einem gewissen Grad Stammesverhalten. Deshalb machen wir uns ja auch die Mühe, einen Stammesführer zu wählen. Das ist wohl bekannt. Das ist der Grund, weshalb wir diese Führer geliefert bekommen. Und weil der Durchschnittsmann weiter von seinem eigenen Schicksal abgekoppelt werden sollte, während die Gesellschaftsklasse der Gebildeten aufstieg, wurde entschieden, dass die Männer in der Form von Sport ihren Ersatz bekommen und zunehmend hilflos werden. Deshalb sollte ihnen eine Stammesgruppe gegeben werden, mit der sie sich identifizieren können. Sie konnten jener bei Erfolgen zujubeln. In ihren eigenen Leben kamen sie auf keinen grünen Zweig. Sie wurden quasi entrechtet, während Experten in allen möglichen Bereichen ihnen Entscheidungsprozesse abnahmen. Das war also angewandte Psychologie, geplant, bevor man überhaupt den Sport benutzte. Als das Radio kam, nutzten sie es natürlich bis zum Äußersten. Sport für die Männer, Seifenopern für die Frauen. Und dann kam das Fernsehen mit dem Alpha-Zustand, dem hypnotischen Zustand. Und in den 1960er Jahren, 50er und 60er, wurde es erfolgreich, richtig erfolgreich. Und Männer saßen Samstagabende vor den Sportsendungen. Eine Kulturindustrie, welche von Insidern auch so genannt wird. Die Sowjetunion hatte eine Behörde für die Kulturindustrie. Deren Schauspieler und Regisseure wurden die kulturellen Führer genannt. Menschen sind wie Computer. Alles, was man tun muss, ist, ihnen regelmäßig neue Updates zu geben. Und so kann man ein gesamtes Land verändern, eine Nation oder einen Block von Nationen. Wir alle bekommen auf verschiedenen Pfaden entlang gleichzeitig die gleichen Uploads, Upgrades. Die meisten Menschen wollen zu ihrem gesellschaftlichen Umfeld dazugehören. Sie wollen so sein wie alle anderen, wenn es um Meinungen geht. Sie beurteilen ihre eigene geistige Gesundheit, indem sie Ideen gegenüber ihren Nachbarn und Freunden äußern, die sich über diese Themen zustimmend zurückäußern. Es ist egal, ob dir Fakten oder völliger Unsinn gegeben wurde, solange jeder gleichzeitig zustimmt. Du sagst, ich bin bei Verstand, und deine Freunde werden alle zustimmen, weil ihnen die gleichen Informationen gegeben wurden. And your friends will all agree, because they've had the same information given to them.
Sie wurden programmiert und das macht mich traurig, weil ich weiß, dass es schwer für solche Leute ist, sich ernsthaft zu interessieren für das Weltgeschehen, sich ernsthaft dafür zu interessieren, was ihre gewählten Funktionäre treiben. Und sie werden nicht wirklich das Bedürfnis verspüren, die Täuschungen zu untersuchen oder zu entdecken, die gegen sie verwendet werden. Also macht es mich traurig, weil ich all das als ein Anzeichen dafür sehe, wie leicht es ist, die Massen zu manipulieren. Die wissenschaftliche Diktatur versteht, wie wir Menschen ticken. Sie verstehen unsere Psychologie, sie haben sie erforscht und sie verwenden sie gegen uns. Aber sobald die Bevölkerung die Tatsache realisiert, dass es eine Agenda gibt, um sie zu manipulieren, und sobald die Bevölkerung realisiert, dass sie konditioniert und kontrolliert wird, dann wird das Establishment zunehmend seinen Vorteil gegenüber den Leuten verlieren. Ich bitte also die Zuschauer, für sich selbst zu denken, Public Relations zu studieren, Werbetechniken zu studieren, Propaganda zu studieren und zu begreifen, wie viel davon in ihrem Leben zu finden ist. Und treffen Sie dann selbst Entscheidungen. Ich möchte einfach, dass die Leute selbst denken, dass sie ihre Entscheidungen, ihre Gedanken und Ideen nicht im Voraus zusammengestellt und dann auf sie übertragen werden. Es läuft im Fernsehen und ein berühmtes Gesicht sagt es, also muss es wahr sein. Die Person muss Ihnen keine Fakten oder sonst irgendetwas zeigen. Sie sind mit diesen Gesichtern aufgewachsen. Deshalb lässt man diese Typen im Fernsehen auftreten, bis sie über 70 oder 80 Jahre alt sind. Sie sind mit dieser Vaterfigur aufgewachsen, die jeden Abend um 6 Uhr im Fernsehen ist. In Ihrem Haus, in Ihrem Zimmer, der Ihnen in die Augen blickt. Er ist eine Vaterfigur. Würde er Sie jemals anlügen? Natürlich würden Sie ihn niemals verdächtigen. Und derselbe Mann wird Sie durch neue Themen führen. Er wird Experten über diese Themen vorstellen. Man hat diese kleinen Zusammenfassungen am Ende jedes Gesprächs und übrig bleibt für uns diese Schlussfolgerung, die präsentiert wird. Man kommt nicht selbst an dieser Schlussfolgerung an. Es wird uns gegeben und damit sind wir zufrieden. Als ich aufwuchs, unterhielten sich Leute auf ihren Verandas. Nachbarn spielten Baseball. Es gab abends Grillfeste. Das gibt es heute alles nicht mehr. Wir haben unsere Gemeinschaften verloren. Wenn man durch die Nachbarschaften fährt, sieht man das blaue Leuchten der Fernsehgeräte. Wir verlieren unsere Menschlichkeit. Wenn Sie also gegen die Globalisten, die Designer unserer Gesellschaft, rebellieren möchten, fangen Sie damit an, ein paar Stunden am Tag Ihren Fernseher auszuschalten, Ihre Nachbarn überhaupt erst mal kennenzulernen, Ihre Komfortzone zu verlassen, Ihren Horizont zu erweitern. Indem wir als Gemeinschaften zusammenkommen, indem wir unsere Nachbarn kennenlernen, schlagen wir die Sozialwissenschaftler. Wir sind heute perfekt programmiert wie Maschinen. Wir betrachten das im Hinblick auf Brzezinski. Er sagte in Two Ages, und man muss bedenken, dieser Typ hing eng zusammen mit der NSA, er ist ein meisterhafter Geopolitiker. Er gibt zu, dass er in Bezug auf andere Länder und Geopolitik mit Zeiträumen von 20 bis 50 Jahren im Voraus plant. Er hat selbst gesagt, die Bevölkerung wird bald nicht mehr in der Lage sein, selbst zu denken oder vernünftig zu urteilen. Er meinte das in Bezug auf die Form der Informationen, die den Leuten gegeben werden, die Art, die Schemas, die in den 1970er Jahren verwendet wurden. Letztlich würden die Menschen unfähig sein, selbst zu denken oder vernünftig zu urteilen. Er sagte, dass die Leute letztlich erwarten werden, dass die Medien all das Denken und vernünftige Urteilen übernehmen. Das ist heute der Fall. Deshalb können die Leute heutzutage nicht außerhalb der Programmierung durch das Fernsehen denken. Zbigniew Brzezinski, Obamas wichtigster Außenpolitikberater, spricht darüber, wie ein Personenkult künstlich fabriziert werden könne, um die Massen zu beeinflussen. Wir sind naiv, und zwar vorsätzlich naiv. Wir wollen, dass ein menschliches Wesen, eine große Vaterfigur kommt und alles für uns ins Lot bringt. Und solange wir das glauben, werden wir immer im Prinzip hereingelegt werden. Wir haben keinen Präsidenten, sondern einen Schauspieler. Man sagt, dass Politik das Showbusiness für hässliche Leute ist. Genau richtig. You got it. In Brzezinskis Buch Between Two Ages heißt es, dass wir letztlich Präsidenten installieren werden, die Personenkulte haben. Wir werden massive Personenkulte für diese Leute schaffen, durch die gleichen Techniken, die Hollywood verwendet hat. Ähnliche Pläne für Gesellschaftskontrolle wurden fortlaufend von Agenten der Ford-Stiftung ausgeführt. Viele dieser Strategien, die für Bevölkerungskontrolle benutzt werden, waren ursprünglich von Edward Bernays entwickelt worden.
der die Phrase Public Relations entwarf. Bernays sagte, dass wenn man eine Autoritätsfigur fabriziert, die die gleichen Botschaften ständig wiederholt, dies den unterbewussten Wünschen der Massen entgegenkommt. Die primitiven Massen werden hilflos dem Führer folgen und jede seiner Botschaften glauben. Um der Welt ihre unpopuläre Agenda aufzuzwingen, beschleunigen die Lenker der Geschehnisse die Vollendung ihres polizeistaatlichen Kontrollnetzes, indem man sich Taktiken bedient, die in der Vergangenheit von faschistischen, kommunistischen und anderen totalitären Regimen verwendet wurden, wird nun jede Form klassischer Tyrannei im Westen umgesetzt. In den Vereinigten Staaten eignet sich die Bundesregierung die Hoheit über die örtlichen Polizeidezernate an. Dieses vom Heimatschutz produzierte Video muss vorschriftsmäßig von allen Dezernaten in den USA angesehen werden. Die Polizei der Bundesstaaten, der Landbezirke und der Städte bekommt nun ihre Marschbefehle direkt vom Heimatschutzministerium und von FEMA. Die Videos und Ausbildungshandbücher verwandeln Gesetzeshüter, die einst die Republik verteidigten, in eine Geheimpolizei. Gewöhnliche Gegenstände und Handlungen werden als Beweise aufgeführt, dass man mit nebulösen Terroristen sympathisiert. Of course he's going to keep his eyes open for anything interesting or unusual in the car. That would include cameras, binoculars, video equipment, GPS. Maybe things like sleeping bags that suggest they're living out of the car. Seit ihrer Gründung war es der Auftrag des Heimatschutzes und NORTHCOM, die Bürger und die Bundesstaaten zu beherrschen und nicht etwa die von der CIA geschaffene Al-Qaida zu bekämpfen. Patriotische Mitglieder des Militärs und der Polizei sind ein großes Risiko für ihre Karrieren und ihr Leben eingegangen, indem sie mir von der Bundesregierung sowie international produzierte Polizeihandbücher, Textbücher, Dokumente und Videos zuschickten. Der MAIEC-Bericht, der an die Polizei von Missouri verteilt wurde, listet unter anderem Schusswaffenbesitzer, Libertäre und Verfassungsbefürworter als potenzielle Terroristen. Das auf Bundesebene verfasste Dokument führt weiterhin Stoßstangenaufkleber über Ron Paul, Bob Barr und die amerikanische Flagge als gefährliche Utensilien auf. Sogar bereits vor 9/11 indoktrinierte FEMA heimlich still und leise örtliche Polizeidezernate, sodass jene einen Hass auf die Gründerväter entwickeln und auf alles, wofür unsere Verfassungsrepublik steht. In der alten Sowjetunion, in Nazi-Deutschland und im maoistischen China war es nicht die Hauptaufgabe der Polizei, Verbrechen zu bekämpfen. In totalitären Regierungen sind die Polizei Erfüllungsgehilfen der Politiker oder Kommissare, wie sie in Russland genannt wurden. Es ist deren Aufgabe, die Bevölkerung auszuspionieren und deren Meinungsäußerungen zu unterdrücken. Sobald ein Klima der Angst erzeugt wurde, beginnt die Bevölkerung, sich selbst zu zensieren und sich zurückzuziehen. Sobald die Menschen genügend eingeschüchtert wurden, damit sie sich vom Schlachtfeld der intellektuellen Auseinandersetzung fernhalten, haben die Tyrannen freie Bahn, um die Unterdrückung und die Plünderung der hilflosen Leibeigenen auszuweiten. Der durchschnittliche Mann und die durchschnittliche Frau befinden sich in einer Trance. Sie kommen von der Arbeit nach Hause, sie sprechen nicht einmal mit ihren Kindern, sie schalten den Fernseher ein und sie lassen die Konzernbotschaften ihr Leben bestimmen. Wenn wir eine Revolution gegen diese Architekten der Gesellschaft und gegen die wissenschaftliche Diktatur wollen, müssen wir zu grundlegenden Dingen zurückkehren. Grillfeste veranstalten, unsere Nachbarn kennenlernen, unsere Ehemänner und Ehefrauen lieben, Zeit mit unseren Kindern verbringen und zu echter menschlicher Kultur zurückfinden. Diese falsche Konzernkultur wurde unserem alltäglichen Leben übergestülpt. Die Bevölkerung befindet sich im wahrsten Sinne des Wortes in einer Trance. Wir müssen sie irgendwie erreichen und sie aus dieser Trance herausholen. Und während die Globalisten unseren Lebensstandard zerstören und einen Polizeistaat errichten, beginnen viele Leute aufzuwachen und zu begreifen, dass was sie ihr ganzes Leben lang erzählt bekamen, eine Lüge war. Es ist von größter Bedeutung, dass wir, das Volk, unsere Mitbürger in Amerika, unsere Mitmenschen erreichen und ihnen die Wahrheit zeigen. Aber die wissenschaftliche Diktatur benötigt mehr als nur eine Geheimpolizei, um ihren Plan auszuführen. In jeder Gesellschaftsschicht wurden Bürger als Informanten rekrutiert, um ihre Augen und Ohren offen zu halten gegenüber allem, was ihre Nachbarn und Arbeitskollegen tun und sagen. Über 50.000 Führungsleute im Privatsektor wurden von FEMA angeheuert, um unter dem InfraGuard-Programm heimlich als FBI-Hilfsinformanten zu dienen. Es dienen nun über 75.000 Priester in den kirchlichen Reaktionsteams der FEMA-Behörde. Interne FEMA-Dokumente enthüllen, dass die Mehrheit von Amerikas Priestern nun als Agenten der Schattenregierung dient.
Es wird ihnen sogar vorgegeben, was sie wie zu predigen haben. They are even instructed on how and what to preach. Sie bereiten ihre Herde vor wie Schafe auf dem Weg zur Schlachtbank, auf die Beschlagnahmung von Schusswaffen, auf Zwangsimpfungen. Und sie werden den Leuten erzählen, dass es ein Segen wäre, wenn deren Familien auseinandergerissen und in Fieberlager gesteckt werden. Irland, Frankreich, Portugal, Spanien, die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Polen. Adolf Hitler prahlte, dass das mächtigste Werkzeug, das die Nazis in Deutschland verwendet hatten, um die Bürger zu kontrollieren, die unterwürfige Priesterschaft gewesen war. Sein favorisierter Bibelvers war Römer 13, Cäsar, was Cäsar gebührt. Der Schwindel startete als simples Lockangebot. Die Regierung rekrutierte die Bevölkerung, indem man ihr mitteilte, dass sie im Kampf gegen Al-Qaida gebraucht werde. Aber von Anfang an konzentrierten sich über 90% ihrer Ausbildung und ihrer Operationen auf die Dämonisierung, Überwachung und Schikanierung all jener, die sich der Machtübernahme entgegenstellen. The Department of Homeland Security calling on firefighters to take on a new role in the war on terror. The idea to be the eyes for the U.S. government when they're inside a home. Now, unlike police officers, firefighters don't need a warrant to go into private houses. And critics say that's where things get sticky. Serviceleute vom Kabelfernsehen, LKW-Fahrer, Haushaltshilfen und hunderte anderer Berufsfelder, die ohne Durchsuchungsbefehle Wohnungen und Geschäftsräume betreten, befinden sich nun auf der Gehaltsliste der Regierung als zivile Informanten. Big Brother macht hier nicht Halt. Kinder werden in den öffentlichen Schulen indoktriniert, damit sie ihre Eltern ausspionieren. You can give information without having to give your name. You guys can get paid for good tips. Up to $200. Traurigerweise haben nun die Pfadfinder in Amerika einen Vertrag mit dem Heimatschutzministerium und bilden inzwischen mehr als 20.000 Pfadfinder aus in Terrorbekämpfung und städtischer Kriegsführung. Die Bundesprogramme gehen sehr ins Detail. Die Pfadfinder werden ausgebildet, um Aufspüraktionen durchzuführen gegen verärgerte Veteranen aus den US-Streitkräften. Good evening, everyone. Homeland Security is enlisting some unlikely new recruits to fight terrorism and help with other emergencies. The Girl Scouts. Girl Scouts across the country and here in East Tennessee are now taking part. 9-year-old Elise Murphy has already earned a lot of Girl Scout patches. Und inzwischen wird jedes Mitglied der 3,4 Millionen Pfadfinderinnen Amerikas ausgebildet von der Bundesbehörde für Katastrophenschutz, um den Heimatschutz bei der Terrorbekämpfung und beim Katastrophenschutz zu unterstützen. In disaster and anti-terror operations. One of the things that if you talk to our generals, they are desperate for is a civilian counterpart to our military forces. Everybody somewhere between the ages of 18 and 25 will serve 3 months of basic training and understanding in a kind of civil defense. So is this compulsory then? Well, you have to, in a sense, it's a required of everybody, 18 to 25, 3 months. And at some point at that point you do it. Bürgerarmeen zu schaffen ist abartig, weil man sich junge Leute holt und man deren Bewusstsein leicht formen kann. Und wir haben gesehen, wie sie skandieren und rufen. Und sie werden jedem Führer folgen, ob nun in einem schwarzen Hemd, einem braunen Hemd, einem roten Hemd, was auch immer das Hemd für eine Farbe hat. Eine weitere Abteilung des Heimatschutzes, die Corporation for National and Community Service, erschafft hunderte weitere private uniformierte Jugendgruppen. Das Weiße Haus hat Legislatur vorgeschlagen für die Erschaffung eines verpflichtenden Landesdienstes für alle Amerikaner zwischen 16 und 64 Jahren. 2008 kündigte die nordamerikanische Militärregierung NORTHCOM an, dass sie 4000 reguläre Armeesoldaten in den Vereinigten Staaten stationiert hätten, um auf Bürgerunruhen zu reagieren, weil man wusste, dass ihre ausländischen Bosse die Vereinigten Staaten bis aufs letzte Hemd ausplündern würden. 2009 verlangte das Pentagon Gelder vom Kongress, um 379.000 Soldaten in tausenden Gemeinden in den Vereinigten Staaten zu stationieren. Inzwischen wurde Legislatur im Kongress vorgeschlagen, um das Konzentrationslagersystem der FEMA in den Vereinigten Staaten mit dem National Emergency Centers Act HR 645 auszuweiten. Die Republik hängt am seidenen Faden. Die letzten Überreste unseres freiheitlichen Regierungssystems werden weggefegt.
Sie haben Zeit, um sich Baseball anzusehen. Sie haben Zeit, um sich Football anzusehen. Sie haben Zeit für diese Unterhaltung. Aber ich denke, dass wir als kompetente Bürgerschaft am Verlieren sind und wir Leute dazu bringen müssen, wieder aufmerksam zu sein. Wenn man nicht aufmerksam ist und beobachtet, was die Regierung tut, wird man das mit furchtbaren Konsequenzen bezahlen müssen. Wenn wir nicht aktiv werden und einflussreich in den Machtzentren der Gesellschaft, dann gibt es sonst nichts, was wir tun können. Nur Bescheid zu wissen, reicht nicht aus. Und solange wir bei den Wahlen nur die Entscheidungsmöglichkeit zwischen dem republikanischen und dem demokratischen Kandidaten bekommen, von denen beide von Mitgliedern des Rates für auswärtige Beziehungen selektiert wurden und von denen beide die gleichen generellen Richtlinien vertreten, wird das nichts ändern. Die wichtigste Frage ist, und jetzt? Die Antwort lautet, wir müssen die Kontrolle über die Machtzentren der Gesellschaft zurückgewinnen. Die Bürger müssen eine Entscheidung treffen. Unsere Nation wurde von einer globalen Konzernübernahme vereinnahmt. Die Republik wird Geschichte. Wir verlieren unsere Freiheit. Und es liegt an jedem Mann, jeder Frau und jedem Kind in den Vereinigten Staaten zu entscheiden, ob wir auf die clevere Propaganda der Sozialwissenschaftler hereinfallen oder ob wir die Republik wiederherstellen. Die Werte, die von unseren Gründervätern in der Unabhängigkeitserklärung und in anderen Dokumenten zum Ausdruck gebracht wurden, sind von hoher Bedeutung für die heutige Zeit. Wir haben nun die Chance, diese Dokumente in die Tat umzusetzen. Jetzt ist die Zeit für alle anständigen Menschen, ihrem Land zu helfen, weil uns das Land bei helllichtem Tageslicht gestohlen wird. Nicht nur metaphorisch gesprochen, sondern auch in finanzieller Hinsicht. Die Zahlen lügen nicht. Das amerikanische Volk, dem die Wahrheit vermittelt wurde, muss nach vorne treten, eine Regierung verlangen und auch bekommen, die dem Volk dient. Wir brauchen einen Wandel, und dieser wird nicht von Demokraten oder Republikanern kommen. Er muss von dem amerikanischen Volk kommen. Widerspruch ist die höchste Form des Patriotismus, und ich glaube daran. Denn wenn man die Füße seines gewählten Vertreters nicht ans Feuer hält und nicht aufmerksam ist, erhält man eine schlechte Regierung. Es ist also die Pflicht von uns allen. Es ist unser Job als Bürger dieses großartigen Landes, aufmerksam zu sein. Dies ist unsere letzte Chance, nicht die Vergangenheit zu wiederholen. Allein im letzten Jahrhundert sind hunderte Nationen der Tyrannei verfallen. Amerika wird begehrt von den despotischen Megakonzernen, die nun unseren Planeten dominieren. Falls deren Weltregierung tatsächlich an Macht gewinnt, werden Freiheit und die Republik, die für Freiheit steht, zwangsläufig enden. Jetzt ist die Zeit für alle anständigen Menschen, ihrem Land zu Hilfe zu eilen. Eines der größten geschichtlichen Ereignisse findet vor unserer Nase statt. Viele Generationen unserer Nachkommen in der Zukunft werden entweder auf diese Zeit zurückblicken als ein Zeitraum, in dem die Menschheit der Herausforderung gewachsen war und sich gegen finstere Mächte zur Wehr setzte, oder als eine Zeit, als der Planet einer gnadenlosen, hochtechnisierten Tyrannei anheimfiel. Souveränen Nation auf dieser Welt. Und wenn man dann diese Philosophie dieser globalen Konzernhäuptlinge betrachtet, dann sieht man, dass es sich um die Dominanz über die Armen, die Bevölkerung, dreht. Laut dieser Ansicht hat Menschenleben nicht nur einen geringen Wert, es hat einen negativen Wert. Egal was sie tun, sie haben ihre Begründung, dass es höheren Interessen dient, wenn man mehr Menschenleben beseitigt. Und so, no matter what they do, they have the rationale that it's in the greater interest to get rid of more human lives. They are so arrogant. Die sind so arrogant und selbstsicher. Sie sagen, ja, wir haben die Europäische Union geschaffen, wir haben den Euro geschaffen. Und das stammt von den Bilderberg-Leuten. Wir werden eine Weltbank erschaffen, wir werden eine Weltregierung erschaffen. Die verkünden das laut und deutlich. Bei ihrem Versuch, ihre Agenda durchzuboxen, bringen sie nun die Faktoren Rasse und Klasse ins Spiel. Es ist von essentieller Bedeutung, dass das Establishment die Bevölkerung untereinander ausspielt. Republikaner gegen Demokraten, linksliberal gegen konservativ, schwarz gegen weiß. Solange die Menschen gegeneinander kämpfen, können sie nicht zusammenkommen und die Konzerndiktatur absetzen, welche sich auf kriminelle Art und Weise Macht angeeignet hat, mithilfe des Staatssicherheitsapparats. Es ist so offensichtlich für jeden, der aufmerksam ist, dass der Präsident der Vereinigten Staaten nicht wirklich die Kontrolle hat.
Sei es nun Gerald Ford oder Jimmy Carter oder Ronald Reagan oder Clinton oder Bush oder der zweite Bush. Mit Obama ist es nicht anders. Und wie Franklin Delano Roosevelt gesagt hat, Präsidenten werden ausgewählt, nicht gewählt. Die meisten Menschen denken heute immer noch, dass all die Unterhaltung in Filmen und TV-Sendungen nichts weiter als Unterhaltung ist. Das war jedoch niemals der Fall. Die bedeutungsvollsten gesellschaftlichen Botschaften werden durch Filme und TV-Dramas beworben, durch die Verankerung von emotionalen Szenen. Emotionale Szenen, nicht logische, faktische Szenen. Man vermittelt Dinge auf einem emotionalen Weg, die dann im Gehirn aufgenommen und gespeichert werden. Emotionale Inhalte sind sehr wichtig, im Gegensatz zu Diskussionen oder einem Streit unter der Verwendung von Logik und Fakten. Es gibt keine Debatten, und wenn man unter dem Einfluss von Fiktion steht, dann ist deine Deckung unten, der Filter in deinem Gehirn ist nicht aktiv, er sagt nicht, ja, ich stimme dem zu, ich stimme jenem nicht zu, wie in einer Debatte oder einer Lehrveranstaltung. Man befindet sich in einem Alpha-Zustand und es werden neue Ideen in dein Gehirn übertragen. Im Laufe der Geschichte haben Sozialwissenschaftler Techniken verbessert, die entworfen wurden, um große Bevölkerungen zu kontrollieren. Vor über 100 Jahren wollte diese große, weit verzweigte Organisation die Welt regieren mit Großbritannien als Kern eines Systems, als Embryo, welches dann mit den USA verbunden werden würde unter dem angloamerikanischen Establishment. Man schrieb über die Art von Kultur und die Veränderungen der Kultur über einen Zeitraum von 100 Jahren, die sie tatsächlich entwerfen und umsetzen würden. H.G. Wells sprach auch darüber, er sprach über Stadien. Er sagte, Stadien könnten überall auf der Welt errichtet werden, für Sport zum Beispiel. Zu jener Zeit war Sport etwas, für das sich Kinder, Schulkinder begeisterten. Erwachsene waren erwachsen und beschäftigten sich mit Dingen, die für Erwachsene typisch sind. Es war zu der Zeit unvorstellbar, dass Leute eine Notwendigkeit verspüren würden, für Erwachsenen Sport und Unterhaltung, geschweige denn, dass Stadien überall auf der Welt gebaut werden. Aber er sagte, dass dies gelingen und man den Männern eine Sportkultur andrehen könne, unter Zuhilfenahme des Stammesdenkens. Wir alle praktizieren zu einem gewissen Grad Stammesverhalten. Deshalb machen wir uns ja auch die Mühe, einen Stammesführer zu wählen. Das ist wohl bekannt. Das ist der Grund, weshalb wir diese Führer geliefert bekommen. Und weil der Durchschnittsmann weiter von seinem eigenen Schicksal abgekoppelt werden sollte, während die Gesellschaftsklasse der Gebildeten aufstieg, wurde entschieden, dass die Männer in der Form von Sport ihren Ersatz bekommen und zunehmend hilflos werden. Deshalb sollte ihnen eine Stammesgruppe gegeben werden, mit der sie sich identifizieren können. Sie konnten jener bei Erfolgen zujubeln. In ihren eigenen Leben kamen sie auf keinen grünen Zweig. Sie wurden quasi entrechtet, während Experten in allen möglichen Bereichen ihnen Entscheidungsprozesse abnahmen. Das war also angewandte Psychologie, geplant, bevor man überhaupt den Sport benutzte. Als das Radio kam, nutzten sie es natürlich bis zum Äußersten. Sport für die Männer, Seifenopern für die Frauen. Und dann kam das Fernsehen mit dem Alpha-Zustand, dem hypnotischen Zustand. Und in den 1960er Jahren, 50er und 60er, wurde es erfolgreich, richtig erfolgreich. Und Männer saßen Samstagabende vor den Sportsendungen. Eine Kulturindustrie, welche von Insidern auch so genannt wird. Die Sowjetunion hatte eine Behörde für die Kulturindustrie. Deren Schauspieler und Regisseure wurden die kulturellen Führer genannt. Menschen sind wie Computer. Alles, was man tun muss, ist, ihnen regelmäßig neue Updates zu geben. Und so kann man ein gesamtes Land verändern, eine Nation oder einen Block von Nationen. Wir alle bekommen auf verschiedenen Pfaden entlang gleichzeitig die gleichen Uploads, Upgrades. Die meisten Menschen wollen zu ihrem gesellschaftlichen Umfeld dazugehören. Sie wollen so sein wie alle anderen, wenn es um Meinungen geht. Sie beurteilen ihre eigene geistige Gesundheit, indem sie Ideen gegenüber ihren Nachbarn und Freunden äußern, die sich über diese Themen zustimmend zurückäußern.
Es ist egal, ob dir Fakten oder völliger Unsinn gegeben wurde, solange jeder gleichzeitig zustimmt. Du sagst, ich bin bei Verstand, und deine Freunde werden alle zustimmen, weil ihnen die gleichen Informationen gegeben wurden. Sie wurden programmiert, und das macht mich traurig, weil ich weiß, dass es schwer für solche Leute ist, sich ernsthaft zu interessieren für das Weltgeschehen, sich ernsthaft dafür zu interessieren, was ihre gewählten Funktionäre treiben. Und sie werden nicht wirklich das Bedürfnis verspüren, die Täuschungen zu untersuchen oder zu entdecken, die gegen sie verwendet werden. Also macht es mich traurig, weil ich all das als ein Anzeichen dafür sehe, wie leicht es ist, die Massen zu manipulieren. F. Scott Fitzgerald sagte einst zu Hemingway, weißt du, die Reichen sind anders als wir. Und Hemingway sagte, ja, die haben mehr Geld. Und F. Scott Fitzgerald antwortete, nein, das geht viel tiefer. Es ist eine ganz andere Welt. Um ein Oligarch zu sein, ein Rockefeller oder dergleichen, bedeutet, dass du in einer völlig anderen Welt bist, mit Werten, die sich völlig unterscheiden von den menschlichen Werten. Wenn man es den Oligarchen gestattet, weiterhin zu dominieren, dann ist die Zerstörung der Weltzivilisation bestenfalls nur eine Sache von wenigen Jahrzehnten. Um die Umsetzung ihrer Agenda zu erzwingen, verwendet die Elite eines ihrer beliebtesten Werkzeuge, die künstliche Erzeugung von Krisen, auch bekannt als die Hegelsche Dialektik oder Problem, Reaktion, Lösung. Die herrschende Elite der Welt sind in erster Linie Monopolisten. Der Begründer des Rockefeller-Clans fasste dies ganz simpel zusammen, als er sagte, Konkurrenz ist eine Sünde. Rockefeller selbst sagte, dass Konkurrenz eine Sünde wäre. Leute dachten, es wäre nur einer seiner kleinen Scherze. Er machte viele Witze über das Sparen von Pennies und so weiter. Aber in Wirklichkeit sprach er eine Tatsache aus. Konkurrenz war für einen Mann wie ihn, der für eine viel größere Organisation arbeitete, tatsächlich eine Sünde. Die Kartelle, die seitdem gebildet wurden, sind viel größer und mächtiger geworden. Kartelle, die im wahrsten Sinne des Wortes Regierungen herumkommandieren konnten, manchmal auch um für ihre Zwecke in den Krieg zu ziehen. Der Wirtschaftskollaps von 2008 und 2009 war eine beabsichtigte Krise, entworfen, um weltweit souveräne Nationen lahmzulegen, um den Weg zu bereiten für eine Weltwährung und eine neue Weltbank. China hält 1,5 Billionen. Auf der ganzen Welt halten sie die US-Währung. Sie wollen da aussteigen auf eine Weise, mit der sie nicht an ihren Investments verlieren. Es wird eine Weltwährung geben. Es wird eine neue Reservewährung geben. Man wird es durch den IWF durchboxen. Die Bankster werden das Ganze verwalten. Es wird passieren. Und es wird eher früher als später passieren. Es wurde auch die Frage an Geithner gestellt, glauben Sie, dass der US-Dollar ersetzt werden sollte? Und er patzte. Er hatte einen Moment der Aufrichtigkeit, in dem er sagte, ja, wir ziehen das in Betracht. Und an diesem Tag sank der Dollar um 1% in nur wenigen Minuten. Timothy Geithners Kommentare darüber, dass eine Weltwährung nicht vom Tisch sei, denn das ist, was kommen wird. Die ganze Welt ist bereit, aus dem Dollar auszusteigen. Man will es auf eine Weise tun, mit der man nicht an den eigenen Investitionen verliert. Das ist alles, was derzeit geschieht. Alle auf der Welt, die Japaner, die 1 Billion halten, die Chinesen, die 1 Billion halten, die Saudis haben 1 Billion, die Europäer etwa ähnlich viel. Alle werden es gleichzeitig abstoßen. Der Ansturm auf die Ausgänge wird dann zu einer Hyperinflation führen. Wenn Amerika genügend Arbeitskraft und Militär bereitgestellt hat für die Standardisierung der Welt in das einheitliche System, eine säkulare Weltgesellschaft mit Zügen der grünen Erdreligion aus Gründen der Nachhaltigkeit, wird Amerika in den Endstadien dieser Agenda den Amerikanern zu Hause den Boden unter den Füßen wegziehen. Wenn der Dollar zu fallen beginnt, das war immer der Albtraum gewesen von Paul Adolf Volcker, der nun unter Obama im Weißen Haus sitzt, kann es durch nichts mehr aufgehalten werden. Es gibt keinen durchführbaren Weg, um es aufzuhalten, nachdem es begonnen hat, an Fahrt zu gewinnen. Ich denke also, wir sehen uns irgendwann der wahrscheinlichen Situation gegenüber, eine Dollarpanik zu erleben, kombiniert mit einer Hyperinflation. Sie ziehen den Leuten den Boden unter den Füßen weg. Wir werden zunehmend zu einem Land ohne industrielle Produktion.
Jedes Land, das nicht seine eigenen Güter produzieren kann, nicht einmal jene für die eigene Verteidigung, ist nicht länger souverän, unabhängig und in der Lage, sich selbst zu erhalten. Das sagt uns, dass es alles Teil des Plans ist. It started with the very beginning when you established that there was a. Es begann damit, dass das Federal Reserve System geschaffen wurde, dem man die Macht des Staates verlieh, Geld aus dem Nichts zu erschaffen und dies ohne Bezug auf den Willen des Volkes, ungeachtet dessen, was hinter dem Geldsystem steckt. In anderen Worten, es waren durchweg politische und wirtschaftliche Motive auf Seiten der Banker und der Politiker. Sobald man diese Macht an eine Gruppe verlieh, dem Federal Reserve System, war die Wirtschaftskrise unvermeidlich. Dies ist bereits zuvor geschehen. Jedes Mal, wenn in der Geschichte der Regierung oder einer Gruppe von Banken zusammen mit der Regierung die Macht verliehen wurde, die Geldmenge nach eigenem Gutdünken zu vergrößern, endeten diese Finanzsysteme immer in der Krise und kollabierten jedes Mal. Es gibt also keinen Grund zur Annahme, dass für die Vereinigten Staaten eine besondere Ausnahme gilt für die geschichtlichen Prozesse. Die Wirtschaftskrise begann, als die Gründer des Federal Reserve Systems sich auf Jekyll Island im Jahr 1910 trafen und das Federal Reserve Gesetz ausarbeiteten. Eines der Dinge, die sie diskutiert hatten, war, wie man die unvermeidlichen Verluste auf die Steuerzahler abwälzen konnte. Sie wussten, dass unvermeidlich so etwas geschehen würde, und sie wussten, dass es einen Weg geben muss, da herauszukommen, ohne die Banken, also sich selbst, zu zerstören. Sie meinten, wir gehen mit der Regierung eine Partnerschaft ein, wir lassen unser Kartellabkommen zum Gesetz werden, nennen es das Federal Reserve Gesetz und wir machen den Steuerzahler verantwortlich dafür, uns zu retten, falls, wenn die Pleite letztendlich da ist. Wir bewegen uns auf die größte Depression zu. Es wird kein Jobwachstum geben. Die Arbeitslosigkeit wird schlimmer werden. Genauso wie die Kriminalität, Armut, Entführungen, Angriffe gegen die Arbeitgeber. Und je mehr die Dinge außer Kontrolle geraten, umso härter wird die Reaktion durch die Bundesregierung ausfallen, um die Kontrolle zu behalten. Macht ist viel, viel wichtiger für diese Leute als Geld. Geld ist nur Mittel zum Zweck. Macht ist das Endresultat. Das Hauptziel der Elite ist die Zerstörung nationaler Souveränität und individueller Unabhängigkeit. Um ihre Machtposition zu verstärken, erschaffen die Banker künstliche Schuldenblasen, die man rein rechnerisch unmöglich zurückzahlen kann. Das sind die finsteren, toxischen Vermögenswerte, die komplexen Finanzinstrumente, von denen Sie sprechen, die Sie aber nie wirklich benennen. Sie sind Papier, das auf Papier basiert. Es sind Credit Default Swaps, Collateralized Debt Obligations, Mortgage-Backed Securities, Asset-Backed Securities, Structured Investment Vehicles, Auction Rate Securities und so weiter. Es ist eine immense Masse aus krebsartigem, fiktiven, im Wert aufgeblasenen Spekulationspapier. Unmöglich zu retten. Wenn man die Derivate in ihren Büchern auflistet, ist es unmöglich, das schwarze Loch im Umfang von 1,5 Milliarden Dollar zu retten. Aber man versucht es nichtsdestotrotz. Die Wall Street-Typen sind kriminell. Wenn man den Banktresor offen lässt, dann werden sich diese Leute bedienen. Es ist die Aufgabe der Regierung, sicherzustellen, dass jemand den Tresor geschlossen hält und nur wenige Leute die Kombination kennen. Ich bin William K. Black, Professor Extraordinarius für Wirtschaft und Recht an der Universität von Missouri in Kansas City. Ich war ein ranghoher Kontrolleur in mehreren Positionen während der Spar- und Darlehenskrise. Auf personeller Ebene führte ich die Neuregulierung der Spar- und Darlehensindustrie an. Es ist der Zweck der Kontrolle und der Strafverfolgung, sicherzustellen, dass Schummler nicht gedeihen, dass ehrliche Produzenten im Konkurrenzkampf gewinnen. Der Hauptantrieb für die gegenwärtige Krise ist Betrug bei der Rechnungsprüfung. Dies sind Betrügereien, die von den Geschäftsführern der wichtigsten Krediteinrichtungen und Großbanken und Käufern der toxischen Abfallvermögenswerte geleitet werden. Wie hat es angefangen?
Es begann mit Hypothekenkrediten, insbesondere mit den Zweitklassigen. Im September 2004 warnte das FBI, dass es eine Epidemie von Hypothekenbetrügereien gäbe und dass diese Epidemie an Hypothekenbetrügereien, falls man es nicht stoppen würde, eine Wirtschaftskrise auslösen werde, die mindestens so groß wäre wie das Spar- und Darlehensdebakel. Das FBI fand heraus, dass 80% der Hypothekenbetrügereien durch die Kreditgeber, nicht durch die Kreditnehmer hervorgerufen wurde. Viel Wut hat sich gegenüber den Kreditnehmern entladen, aber wenn man wütend sein will, dann auf die Geschäftsführer, die märchenhaft reich wurden, indem sie einer Strategie folgten, die auf Betrug basierte. Die Wall Street-Leute und deren Freunde hier bei der Federal Reserve und dem US-Finanzministerium und am Ende der Washington Mall hier in der Hauptstadt. Hier wurde der Schaden verursacht. Und wenn Leute ihrem Ärger Luft machen wollen, dann sollten sie ihn an diesen Leuten auslassen. Zwischen der Bush-Paulson-Administration und der Obama-Summers-Volcker-Administration sehen wir eine totale politische Kontinuität in wirtschaftlichen und finanziellen Angelegenheiten. Die Leute sollten nicht länger ihrer politischen Partei die Treue schwören. Sie sollten der Bill of Rights und der Verfassung und dem, was die Republik so großartig gemacht hat, die Treue schwören. Die grundsätzlichen Menschenrechte und die Menschenwürde, die jeder Bürger dieses Landes von Geburt an hat. Nicht, weil es ein Recht ist, das uns von der Regierung gegeben wurde, sondern weil unsere Verfassung und unsere Bill of Rights festlegen, dass diese Rechte unveräußerlich und Gott gegeben sind. Wir haben sie von Geburt an als fühlende, freie Wesen mit einem Bewusstsein. Aber stattdessen jubelt die Bevölkerung den Republikanern bei einem Sieg zu oder den Demokraten, wenn jene die Republikaner besiegen. Es ist ein endloses, inszeniertes Gladiatoren-Schauspiel. Interessengruppen besitzen beide Parteien und man projiziert das falsche Links-Rechts-Denkmuster auf eine Leinwand. Dahinter, quasi hinter dem Thron, ist das Establishment in der Lage, unsere Gesellschaft zu steuern und jene in einen hochtechnisierten Polizeistaat umzubauen. Wenn man es zulässt, dass die Finanzoligarchen, die die Krise überhaupt erst geschaffen hatten, uns aufschwatzen, dass dies die Spezialisten sind, die uns aus dieser Krise herausholen werden, dann werden sie uns tiefer und tiefer in den bodenlosen Abgrund einer weltweiten Wirtschaftsdepression, eines Finanzkollapses und eines Zerfalls stürzen. Die Federal Reserve hinter mir ist wahrscheinlich die am wenigsten transparente Behörde in der Bundesregierung. Man könnte sogar sagen, dass die Central Intelligence Agency transparenter ist als die Federal Reserve. Die Fed, wie Sie wissen, ist nur ein Monopol der Banker. Man gestattet den Füchsen, auf das Hennenhaus aufzupassen. Ich persönlich wäre dafür, dass der Kongress die Fed einfach verstaatlicht und dass die Banker dort rausgenommen werden. Sie beklauen nur das amerikanische Volk. Gebt sie direkt in die Hände des Kongresses und lasst den Kongress entscheiden anstelle dieser intriganten Gruppe von Bankern, die ihre eigenen Profitmargen festsetzen auf Kosten des amerikanischen Volkes. Seit der Erschaffung der Federal Reserve im Jahr 1913 haben Patrioten unermüdlich versucht, das amerikanische Volk zu warnen vor dem tatsächlichen Wesen der Federal Reserve. Während ihrer über 90-jährigen Geschichte gingen die meisten Amerikaner fälschlicherweise davon aus, dass die Federal Reserve eine Regierungsbehörde sei. Aber heutzutage zeigen wissenschaftliche Meinungsumfragen, dass die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung sich im Klaren über die Tatsache ist, dass die Federal Reserve das Frontunternehmen für ein ausländisches, privates Bankenkartell ist, welches nicht nur die Vereinigten Staaten, sondern auch fast jede andere Nation auf der Welt dominiert. Es wurde noch nie in irgendeinem Buch geschrieben, auf das ich gestoßen bin, wer diesen Typen die Befugnis oder die Erlaubnis gegeben hat, die internationalen Banker für die ganze Welt zu sein. Warum braucht man überhaupt internationale Banker? Warum sollte irgendeine Regierung zustimmen, diese einzusetzen? Wozu sind die überhaupt gut? Kann ein Land denn nicht sein eigenes Geld erschaffen? Dies zeigt uns, dass es bereits vor 200-300 Jahren ein existierendes, übergreifendes System gegeben hat, das diesen Typen die Erlaubnis gab, irgendwie zu den Oberherren des gesamten Geldes aller Länder zu werden. Was ist die Weltregierung? Jahrzehntelang haben die Medien ihre Existenz geleugnet. Und nun sagen sie, oh ja, es wird eine Weltregierung geben. Eine neue Weltbank. Und wir werden an jene unsere Kohlenstoffsteuern zahlen. Worum handelt es sich? Es ist nichts weiter als eine private, feindselige Übernahme jedes
Es ist die World Wrestling Federation, die Washington Wrestling Federation. Man inszeniert diese Show mit bitteren Rivalitäten, Bösewichtern. Man kann sich gegenseitig wirklich nicht leiden. Aber hinter verschlossenen Türen sind sie Kumpels und trinken einen zusammen und machen Geschäfte. Die Republikanische Partei und die Demokratische Partei befinden sich im Besitz derselben globalen Eliten. Und bei den Themen, die für die globalen Eliten bedeutsam sind, handeln sie wie eine Partei. Sie kleiden sich in der amerikanischen Flagge und sie haben davon geredet, das amerikanische Erbe und amerikanische Prinzipien zu bewahren, währenddessen sie darauf hinarbeiten, uns mit einer neuen Weltordnung zu verschmelzen, in der unsere Souveränität zerstört wird und wir jegliche Bindung verlieren mit unserem amerikanischen Erbe. Es gibt einen Puppenspieler, der die linke Seite steuert und der die rechte Seite steuert. Sie kontrollieren die Republikanische Partei und sie kontrollieren die Demokratische Partei. Das ist keine Frage der einen Partei oder der anderen. Das ist keine Frage der linken oder der rechten Seite. Die Frage ist, wem sollte eine Regierung dienen? Sie sollte dem Volk dienen. Die Regierung ist nur das Werkzeug einer dominierenden Minderheit, die Wirtschaftswissenschaft und Regierungsgesetze verwendet, um diverse Weisungen dem Volk aufzuzwingen. Das Links-Rechts-Denkmuster in den Vereinigten Staaten und in der US-Politik ist direkt aus der Kommerz- und Konzernwelt entliehen. In der Businesswelt haben wir Coke und Pepsi, McDonald's und Burger King, AT&T und Verizon. Wir haben eine zweigeteilte Monopolstellung. Eine zweigeteilte Monopolstellung führt zu der Illusion, dass es ein Mindestmaß an Wettbewerb und Wahlmöglichkeiten gibt. Es sieht ein wenig besser aus als ein Monopol. Wenn man im kommunistischen Russland zum Beispiel das rote kommunistische Russland und das gelb-grüne kommunistische Russland gehabt hätte, dann hätte es die Illusion einer Wahlmöglichkeit gegeben. So etwas wie Demokratie in Russland. Aber sie sagten einfach, vergesst es. Wir nehmen einfach Rot. In den USA haben wir das Links-Rechts-Denkmuster, welches unglücklicherweise nicht die kalte, harte Tatsache ändert, dass es keine Wahlmöglichkeit, keine soziale Gerechtigkeit gibt. Es gibt nur eine Wahlmöglichkeit, nämlich mehr Abgaben zu leisten an jene, die nun das gesamte System als Geisel festhalten. Wir haben gesehen, wie die Grenzen der Regierung nach und nach verschwanden. Wir haben diese Erosion gesehen bis hin zu dem Punkt, wo es heute so scheint, als wäre es jedem egal. Und jetzt haben wir in Washington D.C. den Untergang der Republik gesehen. Wenn die Vereinigten Staaten nicht ihre Bill of Rights und ihre Verfassung haben, existieren sie nicht mehr. Es ist dann nur noch x-beliebiger Grund und Boden. Und das ist, was diese globalen Korporatisten wollen. Sie wollen die Bill of Rights und die Verfassung völlig demontieren. Und das ist, was sie in diesem Moment tun. Dies ist der Untergang der Republik. Unsere Nation stirbt. Wir, das Volk, das in diesem großartigen Land lebt, müssen uns erheben, uns beteiligen und das System zurückholen. Wir schulden unsere Loyalität der Bill of Rights und der Verfassung nicht einer politischen Partei, nicht Politikern, die sich selbst in den Farben Rot, Weiß und Blau kleiden, während sie gleichzeitig alles zerstören, wofür diese ehrwürdige Flagge steht. Früher hatte man den Globus mit über 180 Ländern. Und ein paar dieser Länder hatten sehr viel Macht, wie die Sowjetunion, das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten zu verschiedenen Zeiten. Aber heute sollte man eher den Globus betrachten und sagen, dass er von riesigen Wolken umgeben ist, die um den Planeten wabern. Die Großkonzerne kennen keine nationalen Grenzen. Sie folgen keiner bestimmten Sammlung von Gesetzen. Sie kontrollieren im Prinzip Politiker auf der ganzen Welt, weil sie das ganze Geld haben und Politiker benötigen immer Geld, um gewählt zu werden oder um ihre Regierungsgeschäfte zu führen, falls es sich nicht um demokratisch gewählte Politiker handelt. Sie kontrollieren die Mainstream-Presse, entweder durch den direkten Besitz von Presseorganen oder durch die Werbebudgets. Sie haben eine riesige Anzahl an Lobbyisten in Washington, welche einen gewaltigen Einfluss ausüben auf den Präsidenten und den Kongress. Und sie sagen wirklich, wo es lang geht. Sie bilden Partnerschaften mit den Chinesen und den Taiwanesen und den Tibetern oder mit den Israelis und arabischen Nationen, mit Brasilianern, Indern, mit jedem Land und jeder Gruppierung, die Ressourcen hat, welche begehrt werden. Zum ersten Mal in der Geschichte haben wir also diese neue Form eines Imperiums. Of an empire. Wir müssen uns erheben, um hier eine Republik zu bewahren und die Herrschaft des Rechts, welche sich in größter Gefahr befindet.
Wir wollen nicht unter einer Weltregierung der Konzerne, durch die Konzerne und für die Konzerne leben. Ich möchte es nicht glauben. Das ist wahrscheinlich, was mich zurückhält. Aber ich sehe sicherlich genügend Anzeichen dafür, dass es wahr sein könnte. Absolut. Denn die reden immer davon, dass Mexiko, die Vereinigten Staaten und Kanada so enden könnten wie Europa. Und es werden auf politischer Ebene Dinge getan, die uns in diese Richtung zu führen scheinen. Ich denke also, dass wir alle als amerikanische Bürger die Verantwortung haben, aufmerksam zu sein. Diese Bewegung hin zu einer Weltregierung dreht sich nicht um Blumen und Freude und Frieden und ein besseres Leben. Es geht um Unterwerfung. Sie haben in Ihren eigenen Schriften verlautbart, von früheren Zeiten bis in die Gegenwart hinein, dass die Welt, die Sie erschaffen, eine Welt sein wird, in der jeder, der geboren wird oder dem es gestattet sein wird, geboren zu werden, dem Staat dienen muss. Dies soll Ihre einzige Funktion sein, wenn Sie eine Aufgabe für dich haben, die du erfüllen sollst, oder Sie eine Notwendigkeit für dich haben. Der 4. Juli 2009. Überall in den Vereinigten Staaten finden sich Bürger zusammen, um die Gründung der Republik vor 233 Jahren zu feiern. Die meisten Leute in der Menschenmenge waren sich bewusst darüber, dass Amerika sich in eine falsche Richtung bewegt, dass Dinge sich zum Schlechten wandelten. Aber nur wenige konnten die Ausmaße der Korruption und des Diebstahls begreifen, die zügellos im Herzen der Nation grassierten. Der Motto von Amerikas Größe besteht nicht nur aus den Freiheiten, sondern aus der Bereitschaft der Bürger zum Kampf für deren Verteidigung. Hunderte anderer Nationen hatten viel größere Bevölkerungen und mehr Ressourcen gehabt, produzierten jedoch nie ein Zehntel des Wohlstands, der Wissenschaft und der Kunst der Vereinigten Staaten. Weshalb? In Amerika herrschte eine erstaunliche Situation vor, weil es die Gründungsväter gab, die herausfanden, wie sie die Monarchie ablösen konnten, um sie mit den drei zentralen Regierungsgewalten zu ersetzen, so dass gegenseitige Kontrolle und eine Gewaltenteilung geschaffen wird, damit Platz ist für Individuen, die in dem Kontext einer Gemeinschaft arbeiten, einem demokratischen Regierungssystem. Es bleibt immer noch genügend Raum dafür, dass Individuen aufsteigen und profitabel und selbsterhaltend und reich werden bei dem Streben nach Glück, ohne diktatorisch zu werden. Aber im Laufe der Jahre wurden unglücklicherweise all diese Gewaltenteilungen beseitigt. Der wundervolle Entwurf der Gründerväter wurde unterwandert durch einen Einheitskonzern, ein kommunistisches Konzerngebilde. Wir haben all diese Dinge nicht mehr. Wir sind wieder dort, wo wir vor der Revolution waren. Wir haben einen monolithischen Staat. Während der ersten 100 Jahre der Vereinigten Staaten nach dem 18. Jahrhundert, in dem wir uns von der britischen Herrschaft befreiten, wurde einem Konzern keine Erlaubnis erteilt, wenn er nicht dem Gemeinwohl diente. Das musste belegt werden. Und dann galt die Erlaubnis nur für 10 Jahre oder manchmal so lange, wie ein Projekt andauerte, wie etwa ein Brückenbau oder ein Kanalbau. Es musste hinterher geprüft werden und Erlaubnisse wurden nur erteilt, wenn gezeigt werden konnte, dass dem öffentlichen Interesse damit gedient wurde. Dies änderte sich. Hauptsächlich, weil John D. Rockefeller zuerst Delaware und New Jersey quasi bestach, damit sie ein anderes System akzeptierten. Er sagte, hört zu, wenn ich euch einen Haufen Geld bezahle durch Steuern und so weiter, dann will ich die Erlaubnis haben, nicht dem Allgemeinwohl dienen zu müssen. Ich will um dieses Gesetz herum. Und ein Staat nach dem anderen wandelte sich ab dem Punkt. In den Vereinigten Staaten erkennen unsere Verfassung und Bill of Rights an, dass Individuen angeborene Freiheiten haben, die niemals durch irgendeine Regierung weggenommen werden können. Zum ersten Mal in der Geschichte hatte die Bevölkerung die Freiheit, nach ihrem vollen Potenzial zu greifen. Jede andere Nation auf der Welt wurde in Sachen Produktion und anderweitig übertroffen. Die Rechte auf Meinungsfreiheit, Selbstverteidigung, Privatbesitz, ordentliche Gerichtsverfahren und viele andere entfachten eine Revolution in der menschlichen Entwicklung, welche die despotische Herrschaft von Monarchen und Tyrannen weltweit bedrohte. Aber die korrupten Eliten hatten die Geschichte studiert. Sie wussten, dass große Zivilisationen nur von innen heraus untergehen können.
Sie wissen von vergangenen Erfahrungen und von der Geschichte, dass Zivilisationen kommen und gehen, dahinschwinden. Sie kennen die Gründe, weshalb sie kommen und gehen. Ist nicht der Kollaps der industrialisierten Zivilisationen die einzige Hoffnung für den Planeten? Ist es nicht unsere Verantwortung, dies herbeizuführen? Maurice Strong, Gründer des UN-Umweltprogramms, bei seiner Eröffnungsrede bei der Rio-Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung 1992. Maurice Strong ist der Mann, der gesagt hatte, dass man niemals einem weiteren Land erlauben würde, so mächtig wie Amerika zu werden. Man würde nicht erlauben, dass dies noch einmal geschehe. Und er sagte, das Beste, das wir tun können, ist, alle Fabriken abzureißen, alle großen Konzerne der Vereinigten Staaten, alles abzureißen und es der Natur zurückzugeben. Der Rat von dieser Person, die gewaltige Macht in den Vereinten Nationen besitzt, wurde von Rockefeller selbst übernommen und gelobt. Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte, ungefähr seit der Ermordung Kennedys, sahen wir im Prinzip in jedem Land der Welt eine fortwährende oligarchische Transformation. In den Vereinigten Staaten nahm dies die Form einer oligarchischen Gegenrevolution gegen die Reformen der 1930er Jahre an, wobei sich die Wall-Street-Interessen als immer dominanter behaupteten. Und sobald Banker und Oligarchen Macht besitzen, werden sie natürlich Dinge tun. Man kann es Richtlinien nennen, man kann es als eine Art Tropismus bezeichnen, so wie eine Pflanze reagiert. Sie werden versuchen, den Lebensstandard der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung zu vermindern. Sie werden behaupten, die Welt sei überbevölkert, dass Industrialisierung, Verschmutzung durch Industrie und die Überbevölkerung die Hauptprobleme auf der Welt wären. Und sie werden generell versuchen, jedwede Art von populären Demokratien oder Massenbewegungen mit fortschrittlichem Inhalt zu zerstören und abzutöten. Nationen steigen auf und gehen unter. Sie wussten, dass man die Schulden niemals wieder zurückzahlen kann. Sie wussten, dass Krankheiten oder in die Länge gezogene Kriege die Bevölkerung auslöschen können und auch zukünftige Bevölkerungen auslöschen können, welche die Schulden eigentlich zurückzahlen sollen. Diese Leute arbeiten alle zusammen. Sie haben das gesamte Wirtschaftssystem der Welt in den vergangenen 250 Jahren angeführt. Also warum würden sie nicht auch das Wirtschaftssystem die nächsten paar hundert Jahre lang führen? Die Frage einer herrschenden Klasse, einer oligarchischen Herrscherklasse, wird von Plato in der Republik aufgeworfen. Darin heißt es, dass die Oligarchie eine Verfassung voller zahlreicher Übel ist, wo die Reichen eine Regierung dominieren, indem sie jene kaufen. Und der Durchschnittsmensch sowie die Armen zählen überhaupt nicht. Die Oligarchie ist eine Geisteshaltung. In anderen Worten, wenn du ein Banker bist, ist das bereits eine Weltanschauung, eine Sichtweise auf die Welt. Es wird impliziert, dass die Vorgehensweisen, die uns so weit gebracht haben, die Prinzipien nach Malthus sind: Nullwachstum, die Verringerung des Lebensstandards, die Versuche, alle möglichen Masseninstitutionen auszulöschen, die eine Gegenmacht sein könnten. Dies ist eine wissenschaftliche Diktatur, von der Bertrand Russell und die Huxleys, sowohl Aldous als auch Julian, gesagt haben, dass sie umgesetzt werden soll. Die wissenschaftlich kontrollierte Gesellschaft. Es ist nicht nur Familienplanung, was in Wirklichkeit Abtreibungen und so weiter bedeutet. Es sind globale Pläne, was wortwörtlich Sterilisierungen und Abtreibungen weltweit bedeutet für die ideale, zahlenmäßig verringerte Gesellschaft. Nicht nur weitläufig durch Genetik, durch die Genomprojekte, durch die ständige IQ-Tests. Die Globalisierung hat die Welt wirtschaftlich zerstört. Mindestens 40 bis 50.000 Menschen sterben weltweit jeden Tag aufgrund von Hunger, Unterernährung und Krankheiten, die für wenige Cent geheilt werden können, sowie Durchfall. Wenn du einen dieser Oligarchen und Malthus-Anhänger fragst, denkst du nicht, dass etwas getan werden muss, um den Lebensstandard in Afrika oder Südasien zu erhöhen? Dann werden die sagen, nein, das ist unmöglich. Das würde den Planeten ruinieren. Das würde Mutter Erde unterdrücken. Das ist also Oligarchie. Klassenbewusstsein in diesem Sinne ist absolut essentiell. Wenn du denkst, dass Banker die gleichen Menschen sind wie du selbst, das Sparen von Pennies und so weiter. Aber in Wirklichkeit sprach er eine Tatsache aus. Konkurrenz war für einen Mann wie ihn, der für eine viel größere Organisation arbeitete, tatsächlich eine Sünde. Die Kartelle, die seitdem gebildet wurden, sind viel größer und mächtiger geworden. Kartelle, die im wahrsten Sinne des Wortes Regierungen herumkommandieren konnten, manchmal auch um für ihre Zwecke in den Krieg zu ziehen. Der Wirtschaftskollaps von 2008 und 2009 war eine beabsichtigte Krise, entworfen, um weltweit souveräne Nationen lahmzulegen, um den Weg zu bereiten für eine Weltwährung und eine neue Weltbank.
China hält 1,5 Billionen. Auf der ganzen Welt halten sie die US-Währung. Sie wollen da aussteigen auf eine Weise, mit der sie nicht an ihren Investments verlieren. Es wird eine Weltwährung geben. Es wird eine neue Reservewährung geben. Man wird es durch den IWF durchboxen. Die Bankster werden das Ganze verwalten. Es wird passieren und es wird eher früher als später passieren. Es wurde auch die Frage an Geithner gestellt. Glauben Sie, dass der US-Dollar ersetzt werden sollte? Und er patzte. Er hatte einen Moment der Aufrichtigkeit, in dem er sagte, ja, wir ziehen das in Betracht. Und an diesem Tag sank der Dollar um 1% in nur wenigen Minuten. Timothy Geithners Kommentare darüber, dass eine Weltwährung nicht vom Tisch sei, denn das ist, was kommen wird. Die ganze Welt ist bereit, aus dem Dollar auszusteigen. Man will es auf eine Weise tun, mit der man nicht an den eigenen Investitionen verliert. Das ist alles, was derzeit geschieht. Alle auf der Welt, die Japaner, die 1 Billion halten, die Chinesen, die 1 Billion halten, die Saudis haben 1 Billion, die Europäer etwa ähnlich viel. Alle werden es gleichzeitig abstoßen. Der Ansturm auf die Ausgänge wird dann zu einer Hyperinflation führen. Wenn Amerika genügend Arbeitskraft und Militär bereitgestellt hat für die Standardisierung der Welt in das einheitliche System, eine säkulare Weltgesellschaft mit Zügen der grünen Erdreligion aus Gründen der Nachhaltigkeit, wird Amerika in den Endstadien dieser Agenda den Amerikanern zu Hause den Boden unter den Füßen wegziehen. Wenn der Dollar zu fallen beginnt, das war immer der Albtraum gewesen von Paul Adolf Volcker, der nun unter Obama im Weißen Haus sitzt, kann es durch nichts mehr aufgehalten werden. Es gibt keinen durchführbaren Weg, um es aufzuhalten, nachdem es begonnen hat, an Fahrt zu gewinnen. Ich denke also, wir sehen uns irgendwann der wahrscheinlichen Situation gegenüber, eine Dollarpanik zu erleben, kombiniert mit einer Hyperinflation. Sie ziehen den Leuten den Boden unter den Füßen weg. Wir werden zunehmend zu einem Land ohne industrielle Produktion. Macht ist viel, viel wichtiger für diese Leute als Geld. Geld ist nur Mittel zum Zweck. Macht ist das Endresultat. Das Hauptziel der Elite ist die Zerstörung nationaler Souveränität und individueller Unabhängigkeit. Um ihre Machtposition zu verstärken, erschaffen die Banker künstliche Schuldenblasen, die man rein rechnerisch unmöglich zurückzahlen kann. Das sind die finsteren, toxischen Vermögenswerte, die komplexen Finanzinstrumente, von denen Sie sprechen, die Sie aber nie wirklich benennen. Sie sind Papier, das auf Papier basiert. Es sind Credit Default Swaps, Collateralized Debt Obligations, Mortgage-Backed Securities, Asset-Backed Securities, Structured Investment Vehicles, Auction Rate Securities und so weiter. Es ist eine immense Masse aus krebsartigem, fiktiven, im Wert aufgeblasenen Spekulationspapier. Unmöglich zu retten. Wenn man die Derivate in ihren Büchern auflistet, ist es unmöglich, das schwarze Loch im Umfang von 1,5 Milliarden Dollar zu retten. Aber man versucht es nichtsdestotrotz. Die Wall Street-Typen sind kriminell. Wenn man den Banktresor offen lässt, dann werden sich diese Leute bedienen. Es ist die Aufgabe der Regierung, sicherzustellen, dass jemand den Tresor geschlossen hält und nur wenige Leute die Kombination kennen. Ich bin William K. Black, Professor Extraordinarius für Wirtschaft und Recht an der Universität von Missouri in Kansas City. Ich war ein ranghoher Kontrolleur in mehreren Positionen während der Spar- und Darlehenskrise. Auf personeller Ebene führte ich die Neuregulierung der Spar- und Darlehensindustrie an. Es ist der Zweck der Kontrolle und der Strafverfolgung, sicherzustellen, dass Schummler nicht gedeihen, dass ehrliche Produzenten im Konkurrenzkampf gewinnen. Der Hauptantrieb für die gegenwärtige Krise ist Betrug bei der Rechnungsprüfung. Dies sind Betrügereien, die von den Geschäftsführern der wichtigsten Krediteinrichtungen und Großbanken und Käufern der toxischen Abfallvermögenswerte geleitet werden. Wie hat es angefangen? Es begann mit Hypothekenkrediten, insbesondere mit den Zweitklassigen. Im September 2004 warnte das FBI, dass es eine Epidemie von Hypothekenbetrügereien gäbe und dass diese Epidemie an Hypothekenbetrügereien, falls man es nicht stoppen würde, eine Wirtschaftskrise auslösen werde, die mindestens so groß wäre wie das Spar- und Darlehensdebakel.
Das FBI fand heraus, dass 80% der Hypothekenbetrügereien durch die Kreditgeber, nicht durch die Kreditnehmer hervorgerufen wurde. Viel Wut hat sich gegenüber den Kreditnehmern entladen, aber wenn man wütend sein will, dann auf die Geschäftsführer, die märchenhaft reich wurden, indem sie eine Strategie. Die Republik hängt am seidenen Faden. Die letzten Überreste unseres freiheitlichen Regierungssystems werden weggefegt. Sie haben Zeit, um sich Baseball anzusehen. Sie haben Zeit, um sich Football anzusehen. Sie haben Zeit für diese Unterhaltung. Aber ich denke, dass wir als kompetente Bürgerschaft am Verlieren sind und wir Leute dazu bringen müssen, wieder aufmerksam zu sein. Wenn man nicht aufmerksam ist und beobachtet, was die Regierung tut, wird man das mit furchtbaren Konsequenzen bezahlen müssen. Wenn wir nicht aktiv werden und einflussreich in den Machtzentren der Gesellschaft, dann gibt es sonst nichts, was wir tun können. Nur Bescheid zu wissen, reicht nicht aus. Und solange wir bei den Wahlen nur die Entscheidungsmöglichkeit zwischen dem republikanischen und den demokratischen Kandidaten bekommen, von denen beide von Mitgliedern des Rates für auswärtige Beziehungen selektiert wurden und von denen beide die gleichen generellen Richtlinien vertreten, wird das nichts ändern. Die wichtigste Frage ist, und jetzt? Die Antwort lautet, wir müssen die Kontrolle über die Machtzentren der Gesellschaft zurückgewinnen. Die Bürger müssen eine Entscheidung treffen. Unsere Nation wurde von einer globalen Konzernübernahme vereinnahmt. Die Republik wird Geschichte. Wir verlieren unsere Freiheit. Und es liegt an jedem Mann, jeder Frau und jedem Kind in den Vereinigten Staaten zu entscheiden, ob wir auf die clevere Propaganda der Sozialwissenschaftler hereinfallen oder ob wir die Republik wiederherstellen. Die Werte, die von unseren Gründervätern in der Unabhängigkeitserklärung und in anderen Dokumenten zum Ausdruck gebracht wurden, sind von hoher Bedeutung für die heutige Zeit. Wir haben nun die Chance, diese Dokumente in die Tat umzusetzen. Jetzt ist die Zeit für alle anständigen Menschen, ihrem Land zu helfen, weil uns das Land bei hellichtem Tageslicht gestohlen wird. Nicht nur metaphorisch gesprochen, sondern auch in finanzieller Hinsicht. Die Zahlen lügen nicht. Das amerikanische Volk, dem die Wahrheit vermittelt wurde, muss nach vorne treten, eine Regierung verlangen und auch bekommen, die dem Volk dient. Wir brauchen einen Wandel und dieser wird nicht von Demokraten oder Republikanern kommen. Er muss von dem amerikanischen Volk kommen. Widerspruch ist die höchste Form des Patriotismus. Und ich glaube daran. Denn wenn man die Füße seines gewählten Vertreters nicht ans Feuer hält und nicht aufmerksam ist, erhält man eine schlechte Regierung. Es ist also die Pflicht von uns allen. Es ist unser Job als Bürger, dieses großartigen Landes aufmerksam zu sein. Dies ist unsere letzte Chance, nicht die Vergangenheit zu wiederholen. Allein im letzten Jahrhundert sind hunderte Nationen der Tyrannei verfallen. Amerika wird begehrt von den despotischen Megakonzernen, die nun unseren Planeten dominieren. Falls deren Weltregierung tatsächlich an Macht gewinnt, werden Freiheit und die Republik und am Ende jedes Gesprächs und übrig bleibt für uns diese Schlussfolgerung, die präsentiert wird. Man kommt nicht selbst an dieser Schlussfolgerung an. Es wird uns gegeben und damit sind wir zufrieden. Als ich aufwuchs, unterhielten sich Leute auf ihren Verandas. Nachbarn spielten Baseball. Es gab abends Grillfeste. Das gibt es heute alles nicht mehr. Wir haben unsere Gemeinschaften verloren. Wenn man durch die Nachbarschaften fährt, sieht man das blaue Leuchten der Fernsehgeräte. Wir verlieren unsere Menschlichkeit. Wenn Sie also gegen die Globalisten, die Designer unserer Gesellschaft, rebellieren möchten, fangen Sie damit an, ein paar Stunden am Tag Ihren Fernseher auszuschalten, Ihre Nachbarn überhaupt erst mal kennenzulernen, Ihre Komfortzone zu verlassen, Ihren Horizont zu erweitern. Indem wir als Gemeinschaften zusammenkommen, indem wir unsere Nachbarn kennenlernen, schlagen wir die Sozialwissenschaftler. Wir sind heute perfekt programmiert wie Maschinen. Wir betrachten das im Hinblick auf Brzezinski. Er sagte in Two Ages, und man muss bedenken, dieser Typ hing eng zusammen mit der NSA, er ist ein meisterhafter Geopolitiker. Er gibt zu, dass er in Bezug auf andere Länder und Geopolitik mit Zeiträumen von 20 bis 50 Jahren im Voraus plant. Er hat selbst gesagt, die Bevölkerung wird bald nicht mehr in der Lage sein, selbst zu denken oder vernünftig zu urteilen. Er
meinte das in Bezug auf die Form der Informationen, die den Leuten gegeben werden, die Art, die Schemas, die in den 1970er Jahren verwendet wurden. Letztlich würden die Menschen unfähig sein, selbst zu denken oder vernünftig zu urteilen. Er sagte, dass die Leute letztlich erwarten werden, dass die Medien all das Denken und vernünftige Urteilen übernehmen. Das ist heute der Fall. Deshalb können die Leute heutzutage nicht außerhalb der Programmierung durch das Fernsehen denken. Zbigniew Brzezinski, Obamas wichtigster Außenpolitikberater, spricht darüber, wie ein Personenkult künstlich fabriziert werden könne, um die Massen zu beeinflussen. Wir sind naiv, und zwar vorsätzlich naiv. Wir wollen, dass ein menschliches Wesen, eine große Vaterfigur kommt und alles für uns ins Lot bringt. Und solange wir das glauben, werden wir immer im Prinzip hereingelegt werden. Wir haben keinen Präsidenten, sondern einen Schauspieler. Man sagt, dass Politik das Showbusiness für hässliche Leute ist. Genau richtig. You got it. In Brzezinskis Buch Between Two Ages heißt es, dass wir letztlich Präsidenten installieren werden, die Personenkulte haben. Wir werden massive Personenkulte für diese Leute schaffen, durch die gleichen Techniken, die Hollywood verwendet hat. Ähnliche Pläne für Gesellschaftskontrolle wurden fortlaufend von Agenten der Ford-Stiftung ausgeführt. Viele dieser Strategien, die für Bevölkerungskontrolle benutzt werden, waren ursprünglich von Edward Bernays entwickelt worden, der die Phrase Public Relations, was sie tun, sie haben ihre Begründung, dass es höheren Interessen dient, wenn man mehr Menschenleben beseitigt. And so no matter what they do, they have the rationale that it's in the greater interest to get rid of more human lives. They are so arrogant. Die sind so arrogant und selbstsicher. Sie sagen, ja, wir haben die Europäische Union geschaffen, wir haben den Euro geschaffen. Und das stammt von den Bilderberg-Leuten. Wir werden eine Weltbank erschaffen, wir werden eine Weltregierung erschaffen. Die verkünden das laut und deutlich. Bei ihrem Versuch, ihre Agenda durchzuboxen, bringen sie nun die Faktoren Rasse und Klasse ins Spiel. Es ist von essentieller Bedeutung, dass das Establishment die Bevölkerung untereinander ausspielt. Republikaner gegen Demokraten, linksliberal gegen konservativ, schwarz gegen weiß. Solange die Menschen gegeneinander kämpfen, können sie nicht zusammenkommen und die Konzerndiktatur absetzen, welche sich auf kriminelle Art und Weise Macht angeeignet hat, mithilfe des Staatssicherheitsapparats. Es ist so offensichtlich für jeden, der aufmerksam ist, dass der Präsident der Vereinigten Staaten nicht wirklich die Kontrolle hat. Sei es nun Gerald Ford oder Jimmy Carter oder Ronald Reagan oder Clinton oder Bush oder der zweite Bush. Mit Obama ist es nicht anders. Und wie Franklin Delano Roosevelt gesagt hat, Präsidenten werden ausgewählt, nicht gewählt. Die meisten Menschen denken heute immer noch, dass all die Unterhaltung in Filmen und TV-Sendungen nichts weiter als Unterhaltung ist. Das war jedoch niemals der Fall. Die bedeutungsvollsten gesellschaftlichen Botschaften werden durch Filme und TV-Dramas beworben, durch die Verankerung von emotionalen Szenen. Emotionale Szenen, nicht logische, faktische Szenen. Man vermittelt Dinge auf einem emotionalen Weg, die dann im Gehirn aufgenommen und gespeichert werden. Emotionale Inhalte sind sehr wichtig, im Gegensatz zu Diskussionen oder einem Streit unter der Verwendung von Logik und Fakten. Es gibt keine Debatten, und wenn man unter dem Einfluss von Fiktion steht, dann ist deine Deckung unten, der Filter in deinem Gehirn ist nicht aktiv, er sagt nicht, ja, ich stimme dem zu, ich stimme jenem nicht zu, wie in einer Debatte oder einer Lehrveranstaltung. Man befindet sich in einem Alpha-Zustand und es werden neue Ideen in dein Gehirn übertragen. Im Laufe der Geschichte haben Sozialwissenschaftler Techniken verbessert, die entworfen wurden, um große Bevölkerungen zu kontrollieren. Vor über 100 Jahren wollte diese große, weit verzweigte Organisation die Welt regieren mit Großbritannien als Kern eines Systems, als Embryo, welches dann mit den USA verbunden werden würde unter dem angloamerikanischen Establishment. Man schrieb über die Art von Kultur und die Veränderungen der Kultur über denselben globalen Eliten. Und bei den Themen, die für die globalen Eliten bedeutsam sind, handeln sie wie eine Partei. They act as one.
Sie kleiden sich in der amerikanischen Flagge und sie haben davon geredet, das amerikanische Erbe und amerikanische Prinzipien zu bewahren, währenddessen sie darauf hinarbeiten, uns mit einer neuen Weltordnung zu verschmelzen, in der unsere Souveränität zerstört wird und wir jegliche Bindung verlieren mit unserem amerikanischen Erbe. Es gibt einen Puppenspieler, der die linke Seite steuert und der die rechte Seite steuert. Sie kontrollieren die Republikanische Partei und sie kontrollieren die Demokratische Partei. Das ist keine Frage der einen Partei oder der anderen. Das ist keine Frage der linken oder der rechten Seite. Die Frage ist, wem sollte eine Regierung dienen? Sie sollte dem Volk dienen. Die Regierung ist nur das Werkzeug einer dominierenden Minderheit, die Wirtschaftswissenschaft und Regierungsgesetze verwendet, um diverse Weisungen dem Volk aufzuzwingen. Das Links-Rechts-Denkmuster in den Vereinigten Staaten und in der US-Politik ist direkt aus der Kommerz- und Konzernwelt entliehen. In der Businesswelt haben wir Coke und Pepsi, McDonald's und Burger King, AT&T und Verizon. Wir haben eine zweigeteilte Monopolstellung. Eine zweigeteilte Monopolstellung führt zu der Illusion, dass es ein Mindestmaß an Wettbewerb und Wahlmöglichkeiten gibt. Es sieht ein wenig besser aus als ein Monopol. Wenn man im kommunistischen Russland zum Beispiel das rote kommunistische Russland und das gelb-grüne kommunistische Russland gehabt hätte, dann hätte es die Illusion einer Wahlmöglichkeit gegeben. So etwas wie Demokratie in Russland. Aber sie sagten einfach, vergesst es. Wir nehmen einfach Rot. In den USA haben wir das Links-Rechts-Denkmuster, welches unglücklicherweise nicht die kalte, harte Tatsache ändert, dass es keine Wahlmöglichkeit, keine soziale Gerechtigkeit gibt. Es gibt nur eine Wahlmöglichkeit, nämlich mehr Abgaben zu leisten an jene, die nun das gesamte System als Geisel festhalten. Wir haben gesehen, wie die Grenzen der Regierung nach und nach verschwanden. Wir haben diese Erosion gesehen bis hin zu dem Punkt, wo es heute so scheint, als wäre es jedem egal. Und jetzt haben wir in Washington D.C. den Untergang der Republik gesehen. Wenn die Vereinigten Staaten nicht ihre Bill of Rights und ihre Verfassung haben, existieren sie nicht mehr. Es ist dann nur noch x-beliebiger Grund und Boden. Und das ist, was diese globalen Korporatisten wollen. Sie wollen die Bill of Rights und die Verfassung völlig demontieren. Und das ist, was sie in diesem Moment tun. Dies ist der Untergang der Republik. Unsere Nation stirbt. Wir, das Volk, das in diesem großartigen Land lebt, müssen uns erheben, uns beteiligen und das System zurückholen. Wir schulden unsere Loyalität der Bill of Rights und der Verfassung, nicht einer politischen Partei. Nicht Politikern, die sich selbst in den Farben Rot, Weiß und Blau kleiden, während sie gleichzeitig alles zerstören, wofür diese ehrwürdige Flagge Feste veranstalten, unsere Nachbarn kennenlernen, unsere Ehemänner und Ehefrauen lieben, Zeit mit unseren Kindern verbringen und zu echter menschlicher Kultur zurückfinden. Diese falsche Konzernkultur wurde unserem alltäglichen Leben übergestülpt. Die Bevölkerung befindet sich im wahrsten Sinne des Wortes in einer Trance. Wir müssen sie irgendwie erreichen und sie aus dieser Trance herausholen. Und während die Globalisten unseren Lebensstandard zerstören und einen Polizeistaat errichten, beginnen viele Leute aufzuwachen und zu begreifen, dass, was sie ihr ganzes Leben lang erzählt bekamen, eine Lüge war. Es ist von größter Bedeutung, dass wir, das Volk, unsere Mitbürger in Amerika, unsere Mitmenschen erreichen und ihnen die Wahrheit zeigen. Aber die wissenschaftliche Diktatur benötigt mehr als nur eine Geheimpolizei, um ihren Plan auszuführen. In jeder Gesellschaftsschicht wurden Bürger als Informanten rekrutiert, um ihre Augen und Ohren offen zu halten gegenüber allem, was ihre Nachbarn und Arbeitskollegen tun und sagen. Über 50.000 Führungsleute im Privatsektor wurden von FEMA angeheuert, um unter dem InfraGuard-Programm heimlich als FBI-Hilfsinformanten zu dienen. Es dienen nun über 75.000 Priester in den kirchlichen Reaktionsteams der FEMA-Behörde. Interne FEMA-Dokumente enthüllen, dass die Mehrheit von Amerikas Priestern nun als Agenten der Schattenregierung dient. Es wird ihnen sogar vorgegeben, was sie wie zu predigen haben. Sie bereiten ihre Herde vor wie Schafe auf dem Weg zur Schlachtbank, auf die Beschlagnahmung von Schusswaffen, auf Zwangsimpfungen. Und sie werden den Leuten erzählen, dass es ein Segen wäre, wenn deren Familien auseinandergerissen und in FEMA-Lager gesteckt werden. Irland, Frankreich, Portugal, Spanien, die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Ungarn. Adolf Hitler Brand.
Adolf Hitler prahlte, dass das mächtigste Werkzeug, das die Nazis in Deutschland verwendet hatten, um die Bürger zu kontrollieren, die unterwürfige Priesterschaft gewesen war. Sein favorisierter Bibelvers war Römer 13, Cäsar, was Cäsar gebührt. Either you are with us, or you are with the terrorists. Der Schwindel startete als simples Lockangebot. Die Regierung rekrutierte die Bevölkerung, indem man ihr mitteilte, dass sie im Kampf gegen Al-Qaida gebraucht werde. Aber von Anfang an konzentrierten sich über 90% ihrer Ausbildung und ihrer Operationen auf die Dämonisierung, Überwachung und Schikanierung all jener, die sich der Machtübernahme entgegenstellen. The Department of Homeland Security calling on firefighters to take on a new role in the war on terror. The idea to be the eyes for the U.S. government when they're inside a home. Now, unlike police officers, firefighters don't need a warrant to go into private houses. And critics say... Die Federal Reserve hinter mir ist wahrscheinlich die am wenigsten transparente Behörde in der Bundesregierung. Man könnte sogar sagen, dass die Central Intelligence Agency transparenter ist als die Federal Reserve. Die Fed, wie Sie wissen, ist nur ein Monopol der Banker. Man gestattet den Füchsen, auf das Hennenhaus aufzupassen. Ich persönlich wäre dafür, dass der Kongress die Fed einfach verstaatlicht und dass die Banker dort rausgenommen werden. Sie beklauen nur das amerikanische Volk. Gebt sie direkt in die Hände des Kongresses und lasst den Kongress entscheiden anstelle dieser intriganten Gruppe von Bankern, die ihre eigenen Profitmargen festsetzen auf Kosten des amerikanischen Volkes. Seit der Erschaffung der Federal Reserve im Jahr 1913 haben Patrioten unermüdlich versucht, das amerikanische Volk zu warnen vor dem tatsächlichen Wesen der Federal Reserve. Während ihrer über 90-jährigen Geschichte gingen die meisten Amerikaner fälschlicherweise davon aus, dass die Federal Reserve eine Regierungsbehörde sei. Aber heutzutage zeigen wissenschaftliche Meinungsumfragen, dass die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung sich im Klaren über die Tatsache ist, dass die Federal Reserve das Frontunternehmen für ein ausländisches, privates Bankenkartell ist, welches nicht nur die Vereinigten Staaten, sondern auch fast jede andere Nation auf der Welt dominiert. Es wurde noch nie in irgendeinem Buch geschrieben, auf das ich gestoßen bin, wer diesen Typen die Befugnis oder die Erlaubnis gegeben hat, die internationalen Banker für die ganze Welt zu sein. Warum braucht man überhaupt internationale Banker? Warum sollte irgendeine Regierung zustimmen, diese einzusetzen? Wozu sind die überhaupt gut? Kann ein Land denn nicht sein eigenes Geld erschaffen? Dies zeigt uns, dass es bereits vor 200-300 Jahren ein existierendes, übergreifendes System gegeben hat, das diesen Typen die Erlaubnis gab, irgendwie zu den Oberherren des gesamten Geldes aller Länder zu werden. Was ist die Weltregierung? Jahrzehntelang haben die Medien ihre Existenz geleugnet. Und nun sagen sie, oh ja, es wird eine Weltregierung geben. Eine neue Weltbank. Und wir werden an jene unsere Kohlenstoffsteuern zahlen. Worum handelt es sich? Es ist nichts weiter als eine private, feindselige Übernahme jeder souveränen Nation auf dieser Welt. Und wenn man dann diese Philosophie dieser globalen Konzernhäuptlinge betrachtet, dann sieht man, dass es sich um die Dominanz über die Armen, die Bevölkerung dreht. Laut dieser Ansicht hat Menschenleben nicht nur einen geringen Wert, es hat einen negativen Wert. Egal was sie tun, sie haben ihre Begründung, dass es höheren Interessen dient, wenn man mehr Menschenleben beseitigt. Und so, no matter what they do, they have the rationale that it's in the greater interest to get rid of more human lives. They are so arrogant. Die sind so arrogant und selbstsicher. Sie sagen, ja, wir haben die Europäische Union geschaffen, wir haben den Euro geschaffen. Und das stammt von den Bilderberg-Leuten. Wir werden eine Weltbank erschaffen, wir werden eine Weltregierung erschaffen. Die verkünden das viel. Alle werden es gleichzeitig abstoßen. Der Ansturm auf die Ausgänge wird dann zu einer Hyperinflation führen. And that will then create hyperinflation. Wenn Amerika genügend Arbeitskraft und Militär bereitgestellt hat für die Standardisierung der Welt in das einheitliche System, eine säkulare Weltgesellschaft mit Zügen der grünen Erdreligion aus Gründen der Nachhaltigkeit, wird Amerika in den Endstadien dieser Agenda den Amerikanern zu Hause den Boden unter den Füßen wegziehen. Wenn der Dollar zu fallen beginnt, das war immer der Albtraum gewesen von Paul Ordolf Volcker, der nun unter Obama im Weißen Haus sitzt, kann es durch nichts mehr aufgehalten werden. Es gibt keinen durchführbaren Weg, um es aufzuhalten, nachdem es begonnen hat, an Fahrt zu gewinnen.
Ich denke also, wir sehen uns irgendwann der wahrscheinlichen Situation gegenüber, eine Dollarpanik zu erleben, kombiniert mit einer Hyperinflation. Sie ziehen den Leuten den Boden unter den Füßen weg. Wir werden zunehmend zu einem Land ohne industrielle Produktion. Jedes Land, das nicht seine eigenen Güter produzieren kann, nicht einmal jene für die eigene Verteidigung, ist nicht länger souverän, unabhängig und in der Lage, sich selbst zu erhalten. Das sagt uns, dass es alles Teil des Plans ist. It started with the very beginning when you established that there was a Es begann damit, dass das Federal Reserve System geschaffen wurde, dem man die Macht des Staates verlieh, Geld aus dem Nichts zu erschaffen und dies ohne Bezug auf den Willen des Volkes, ungeachtet dessen, was hinter dem Geldsystem steckt. In anderen Worten, es waren durchweg politische und wirtschaftliche Motive auf Seiten der Banker und der Politiker. Sobald man diese Macht an eine Gruppe verlieh, dem Federal Reserve System, war die Wirtschaftskrise unvermeidlich. Dies ist bereits zuvor geschehen. Jedes Mal, wenn in der Geschichte der Regierung oder einer Gruppe von Banken zusammen mit der Regierung die Macht verliehen wurde, die Geldmenge nach eigenem Gutdünken zu vergrößern, endeten diese Finanzsysteme immer in der Krise und kollabierten jedes Mal. Es gibt also keinen Grund zur Annahme, dass für die Vereinigten Staaten eine besondere Ausnahme gilt für die geschichtlichen Prozesse. Die Wirtschaftskrise begann, als die Gründer des Federal Reserve Systems sich auf Jekyll Island im Jahr 1910 trafen und das Federal Reserve Gesetz ausarbeiteten. Eines der Dinge, die sie diskutiert hatten, war, wie man die unvermeidlichen Verluste auf die Steuerzahler abwälzen konnte. Sie wussten, dass unvermeidlich so etwas geschehen würde, und sie wussten, dass es einen Weg geben muss, da herauszukommen, ohne die Banken, also sich selbst, zu zerstören. Sie meinten, wir gehen mit der Regierung. Es ist die World Wrestling Federation, die Washington Wrestling Federation. Man inszeniert diese Show mit bitteren Rivalitäten, Bösewichtern. Man kann sich gegenseitig wirklich nicht leiden. Aber hinter verschlossenen Türen sind sie Kumpels und trinken einen zusammen und machen Geschäfte. Die Republikanische Partei und die Demokratische Partei befinden sich im Besitz derselben globalen Eliten. Und bei den Themen, die für die globalen Eliten bedeutsam sind, handeln sie wie eine Partei. Sie kleiden sich in der amerikanischen Flagge und sie haben davon geredet, das amerikanische Erbe und amerikanische Prinzipien zu bewahren, währenddessen sie darauf hinarbeiten, uns mit einer neuen Weltordnung zu verschmelzen, in der unsere Souveränität zerstört wird und wir jegliche Bindung verlieren mit unserem amerikanischen Erbe. Es gibt einen Puppenspieler, der die linke Seite steuert und der die rechte Seite steuert. Sie kontrollieren die Republikanische Partei und sie kontrollieren die Demokratische Partei. Das ist keine Frage der einen Partei oder der anderen. Das ist keine Frage der linken oder der rechten Seite. Die Frage ist, wem sollte eine Regierung dienen? Sie sollte dem Volk dienen. Die Regierung ist nur das Werkzeug einer dominierenden Minderheit, die Wirtschaftswissenschaft und Regierungsgesetze verwendet, um diverse Weisungen dem Volk aufzuzwingen. Das Links-Rechts-Denkmuster in den Vereinigten Staaten und in der US-Politik ist direkt aus der Kommerz- und Konzernwelt entliehen. In der Businesswelt haben wir Coke und Pepsi, McDonald's und Burger King, AT&T und Verizon. Wir haben eine zweigeteilte Monopolstellung. Eine zweigeteilte Monopolstellung führt zu der Illusion, dass es ein Mindestmaß an Wettbewerb und Wahlmöglichkeiten gibt. Es sieht ein wenig besser aus als ein Monopol. Wenn man im kommunistischen Russland zum Beispiel das rote kommunistische Russland und das gelb-grüne kommunistische Russland gehabt hätte, dann hätte es die Illusion einer Wahlmöglichkeit gegeben. So etwas wie Demokratie in Russland. Aber sie sagten einfach, vergesst es. Wir nehmen einfach Rot. In den USA haben wir das Links-Rechts-Denkmuster, welches unglücklicherweise nicht die kalte, harte Tatsache ändert, dass es keine Wahlmöglichkeit, keine soziale Gerechtigkeit gibt. Es gibt nur eine Wahlmöglichkeit, nämlich mehr Abgaben zu leisten an jene, die nun das gesamte System als Geisel festhalten. Wir haben gesehen, wie die Grenzen der Regierung nach und nach verschwanden. Wir haben diese Erosion gesehen bis hin zu dem Punkt, wo es heute so scheint, als wäre es jedem egal. Und jetzt haben wir in Washington D.C. den Untergang der Republik gesehen.
Wenn die Vereinigten Staaten nicht ihre Bill of Rights und ihre Verfassung haben, existieren sie nicht mehr. Es ist dann nur noch x-beliebiger Grund und Boden. Und das ist, was diese globalen Korporatisten wollen. Sie wollen die Bill of Rights und die Verfassung völlig demontieren. Und das ist, was sie in diesem Moment tun. Die Japaner, die 1 Billion halten, die Chinesen, die 1 Billion halten, die Saudis haben 1 Billion, die Europäer etwa ähnlich viel. Alle werden es gleichzeitig abstoßen. Der Ansturm auf die Ausgänge wird dann zu einer Hyperinflation führen. And that will then create hyperinflation. Wenn Amerika genügend Arbeitskraft und Militär bereitgestellt hat für die Standardisierung der Welt in das einheitliche System, eine säkulare Weltgesellschaft mit Zügen der grünen Erdreligion aus Gründen der Nachhaltigkeit, wird Amerika in den Endstadien dieser Agenda den Amerikanern zu Hause den Boden unter den Füßen wegziehen. Wenn der Dollar zu fallen beginnt, das war immer der Albtraum gewesen von Paul Ordolf Volcker, der nun unter Obama im Weißen Haus sitzt, kann es durch nichts mehr aufgehalten werden. Es gibt keinen durchführbaren Weg, um es aufzuhalten, nachdem es begonnen hat, an Fahrt zu gewinnen. Ich denke also, wir sehen uns irgendwann der wahrscheinlichen Situation gegenüber, eine Dollarpanik zu erleben, kombiniert mit einer Hyperinflation. Sie ziehen den Leuten den Boden unter den Füßen weg. Wir werden zunehmend zu einem Land ohne industrielle Produktion. Jedes Land, das nicht seine eigenen Güter produzieren kann, nicht einmal jene für die eigene Verteidigung, ist nicht länger souverän, unabhängig und in der Lage, sich selbst zu erhalten. Das sagt uns, dass es alles Teil des Plans ist. It started with the very beginning when you established that there was a Es begann damit, dass das Federal Reserve System geschaffen wurde, dem man die Macht des Staates verlieh, Geld aus dem Nichts zu erschaffen und dies ohne Bezug auf den Willen des Volkes, ungeachtet dessen, was hinter dem Geldsystem steckt. In anderen Worten, es waren durchweg politische und wirtschaftliche Motive auf Seiten der Banker und der Politiker. Sobald man diese Macht an eine Gruppe verlieh, dem Federal Reserve System, war die Wirtschaftskrise unvermeidlich. Dies ist bereits zuvor geschehen. Jedes Mal, wenn in der Geschichte der Regierung oder einer Gruppe von Banken zusammen mit der Regierung die Macht verliehen wurde, die Geldmenge nach eigenem Gutdünken zu vergrößern, endeten diese Finanzsysteme immer in der Krise und kollabierten jedes Mal. Es gibt also keinen Grund zur Annahme, dass für die Vereinigten Staaten eine besondere Ausnahme gilt für die geschichtlichen Prozesse. Die Wirtschaftskrise begann, als die Gründer des Federal Reserve Systems sich auf Jekyll Island im Jahr 1910 trafen und das Federal Reserve Gesetz ausarbeiteten. Eines der Dinge, die sie diskutiert hatten, war, wie man die unvermeidlichen Verluste auf die Steuerzahler abwälzen konnte. Sie wussten, dass unvermeidlich so etwas geschehen würde, und sie wussten, dass es einen Weg geben muss, da heraus... Zivilisationen kommen und gehen, dahinschwinden. Sie kennen die Gründe, weshalb sie kommen. Ist nicht der Kollaps der industrialisierten Zivilisationen die einzige Hoffnung für den Planeten? Ist es nicht unsere Verantwortung, dies herbeizuführen? Maurice Strong, Gründer des UN-Umweltprogramms, bei seiner Eröffnungsrede bei der Rio-Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung 1992. Maurice Strong ist der Mann, der gesagt hatte, dass man niemals einem weiteren Land erlauben würde, so mächtig wie Amerika zu werden. Man würde nicht erlauben, dass dies noch einmal geschehe. Und er sagte, das Beste, das wir tun können, ist, alle Fabriken abzureißen, alle großen Konzerne der Vereinigten Staaten, alles abzureißen und es der Natur zurückzugeben. Der Rat von dieser Person, die gewaltige Macht in den Vereinten Nationen besitzt, wurde von Rockefeller selbst übernommen und gelobt. Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte, ungefähr seit der Ermordung Kennedys, sahen wir im Prinzip in jedem Land der Welt eine fortwährende oligarchische Transformation. In den Vereinigten Staaten nahm dies die Form einer oligarchischen Gegenrevolution gegen die Reformen der 1930er Jahre an, wobei sich die Wall Street-Interessen als immer dominanter behaupteten. Und sobald Banker und Oligarchen Macht besitzen, werden sie natürlich Dinge tun, man kann es Richtlinien nennen, man kann es als eine Art Tropismus bezeichnen, so wie eine Pflanze reagiert. Sie werden versuchen, den Lebensstandard der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung zu vermindern. Sie werden behaupten, die Welt sei überbevölkert, dass Industrialisierung, Verschmutzung durch Industrie und die Überbevölkerung die Hauptprobleme auf der Welt wären.
Und sie werden generell versuchen, jedwede Art von populären Demokratien oder Massenbewegungen mit fortschrittlichem Inhalt zu zerstören und abzutöten. Nationen steigen auf und gehen unter. Sie wussten, dass man die Schulden niemals wieder zurückzahlen kann. Sie wussten, dass Krankheiten oder in die Länge gezogene Kriege die Bevölkerung auslöschen können und auch zukünftige Bevölkerungen auslöschen können, welche die Schulden eigentlich zurückzahlen sollen. Diese Leute arbeiten alle zusammen. Sie haben das gesamte Wirtschaftssystem der Welt in den vergangenen 250 Jahren angeführt. Also warum würden sie nicht auch das Wirtschaftssystem die nächsten paar hundert Jahre lang führen? Die Frage einer herrschenden Klasse, einer oligarchischen Herrscherklasse, wird von Plato in der Republik aufgeworfen. Darin heißt es, dass die Oligarchie eine Verfassung voller zahlreicher Übel ist, wo die Reichen eine Regierung dominieren, indem sie jene kaufen. Und der Durchschnittsmensch sowie die Armen zählen überhaupt nicht. Die Oligarchie ist eine Geisteshaltung. In anderen Worten, wenn du ein Banker bist, ist das bereits eine Weltanschauung, eine Sichtweise auf die Welt. Es wird impliziert, dass die Vorgehensweisen, die uns so weit gebracht haben, die Prinzipien nach Malthus sind: Nullwachstum, die Verringerung des Lebensstandards, die Versuche, alle möglichen Masseninstitutionen auszulöschen. Linksliberal gegen konservativ, schwarz gegen weiß. Solange die Menschen gegeneinander kämpfen, können sie nicht zusammenkommen und die Konzerndiktatur absetzen, welche sich auf kriminelle Art und Weise Macht angeeignet hat, mithilfe des Staatssicherheitsapparats. Es ist so offensichtlich für jeden, der aufmerksam ist, dass der Präsident der Vereinigten Staaten nicht wirklich die Kontrolle hat. Sei es nun Gerald Ford oder Jimmy Carter oder Ronald Reagan oder Clinton oder Bush oder der zweite Bush. Mit Obama ist das nicht anders. Und wie Franklin Delano Roosevelt gesagt hat, Präsidenten werden ausgewählt, nicht gewählt. Die meisten Menschen denken heute immer noch, dass all die Unterhaltung in Filmen und TV-Sendungen nichts weiter als Unterhaltung ist. Das war jedoch niemals der Fall. Die bedeutungsvollsten gesellschaftlichen Botschaften werden durch Filme und TV-Dramas beworben, durch die Verankerung von emotionalen Szenen. Emotionale Szenen, nicht logische, faktische Szenen. Man vermittelt Dinge auf einem emotionalen Weg, die dann im Gehirn aufgenommen und gespeichert werden. Emotionale Inhalte sind sehr wichtig, im Gegensatz zu Diskussionen oder einem Streit unter der Verwendung von Logik und Fakten. Es gibt keine Debatten, und wenn man unter dem Einfluss von Fiktion steht, dann ist deine Deckung unten, der Filter in deinem Gehirn ist nicht aktiv, er sagt nicht, ja, ich stimme dem zu, ich stimme jenem nicht zu, wie in einer Debatte oder einer Lehrveranstaltung. Man befindet sich in einem Alpha-Zustand und es werden neue Ideen in dein Gehirn übertragen. Im Laufe der Geschichte haben Sozialwissenschaftler Techniken verbessert, die entworfen wurden, um große Bevölkerungen zu kontrollieren. About 100 years ago, this big organization with many branches. Vor über 100 Jahren wollte diese große, weit verzweigte Organisation die Welt regieren mit Großbritannien als Kern eines Systems, als Embryo, welches dann mit den USA verbunden werden würde unter dem angloamerikanischen Establishment. Man schrieb über die Art von Kultur und die Veränderungen der Kultur über einen Zeitraum von 100 Jahren, die sie tatsächlich entwerfen und umsetzen würden. H.G. Wells sprach auch darüber, er sprach über Stadien. Er sagte, Stadien könnten überall auf der Welt errichtet werden, für Sport zum Beispiel. Zu jener Zeit war Sport etwas, für das sich Kinder, Schulkinder begeisterten. Erwachsene waren erwachsen und beschäftigten sich mit Dingen, die für Erwachsene typisch sind. Es war zu der Zeit unvorstellbar, dass Leute eine Notwendigkeit verspüren würden, für Erwachsenen Sport und Unterhaltung, geschweige denn, dass Stadien überall auf der Welt gebaut werden. Aber er sagte, dass dies gelingen und man den Männern eine Sportkultur andrehen könne und dazu Hilfenahmen werden, mit der sie sich identifizieren können. Sie konnten jener bei Erfolgen zujubeln. In ihren eigenen Leben kamen sie auf keinen grünen Zweig. Sie wurden quasi entrechtet, während Experten in allen möglichen
Bereichen ihnen Entscheidungsprozesse abnahmen. Das war also angewandte Psychologie, geplant, bevor man überhaupt den Sport benutzte. Als das Radio kam, nutzten sie es natürlich bis zum Äußersten. Sport für die Männer, Seifenopern für die Frauen. Und dann kam das Fernsehen mit dem Alpha-Zustand, dem hypnotischen Zustand. Und in den 1960er Jahren, 50er und 60er, wurde es erfolgreich, richtig erfolgreich. Und Männer saßen Samstagabende vor den Sportsendungen. Eine Kulturindustrie, welche von Insidern auch so genannt wird. Die Sowjetunion hatte eine Behörde für die Kulturindustrie. Deren Schauspieler und Regisseure wurden die kulturellen Führer genannt. Menschen sind wie Computer. Alles, was man tun muss, ist, ihnen regelmäßig neue Updates zu geben. Und so kann man ein gesamtes Land verändern, eine Nation oder einen Block von Nationen. Wir alle bekommen auf verschiedenen Pfaden entlang gleichzeitig die gleichen Uploads, Upgrades. Die meisten Menschen wollen zu ihrem gesellschaftlichen Umfeld dazugehören. Sie wollen so sein wie alle anderen, wenn es um Meinungen geht. Sie beurteilen ihre eigene geistige Gesundheit, indem sie Ideen gegenüber ihren Nachbarn und Freunden äußern, die sich über diese Themen zustimmend zurückäußern. Es ist egal, ob dir Fakten oder völliger Unsinn gegeben wurde, solange jeder gleichzeitig zustimmt. Du sagst, ich bin bei Verstand, und deine Freunde werden alle zustimmen, weil ihnen die gleichen Informationen gegeben wurden. Sie wurden programmiert, und das macht mich traurig, weil ich weiß, dass es schwer für solche Leute ist, sich ernsthaft zu interessieren für das Weltgeschehen, sich ernsthaft dafür zu interessieren, was ihre gewählten Funktionäre treiben. Und sie werden nicht wirklich das Bedürfnis verspüren, die Täuschungen zu untersuchen oder zu entdecken, die gegen sie verwendet werden. Also macht es mich traurig, weil ich all das als ein Anzeichen dafür sehe, wie leicht es ist, die Massen zu manipulieren. Die wissenschaftliche Diktatur versteht, wie wir Menschen ticken. Sie verstehen unsere Psychologie, sie haben sie erforscht und sie verwenden sie gegen uns. Aber sobald die Bevölkerung die Tatsache realisiert, dass es eine Agenda gibt, um sie zu manipulieren, und sobald die Bevölkerung realisiert, dass sie konditioniert und kontrolliert wird, dann wird das Establishment zunehmend seinen Vorteil gegenüber den Leuten verlieren. Ich bitte also die Zuschauer, für sich selbst zu denken, Public Relations zu studieren, Werbetechniken zu studieren, Propaganda. Nationalen Grenzen, sie folgen keiner bestimmten Sammlung von Gesetzen. Sie kontrollieren im Prinzip Politiker auf der ganzen Welt, weil sie das ganze Geld haben, und Politiker benötigen immer Geld, um gewählt zu werden oder um ihre Regierungsgeschäfte zu führen, falls es sich nicht um demokratisch gewählte Politiker handelt. Sie kontrollieren die Mainstream-Presse, entweder durch den direkten Besitz von Presseorganen oder durch die Werbebudgets. Sie haben eine riesige Anzahl an Lobbyisten in Washington, welche einen gewaltigen Einfluss ausüben auf den Präsidenten und den Kongress. Und sie sagen wirklich, wo es lang geht. Sie bilden Partnerschaften mit den Chinesen und den Taiwanesen und den Tibetern oder mit den Israelis und arabischen Nationen, mit Brasilianern, Indern, mit jedem Land und jeder Gruppierung, die Ressourcen hat, welche begehrt werden. Zum ersten Mal in der Geschichte haben wir also diese neue Form eines Imperiums. Of an empire. Wir müssen uns erheben, um hier eine Republik zu bewahren und die Herrschaft des Rechts, welche sich in größter Gefahr befindet. Wir wollen nicht unter einer Weltregierung der Konzerne, durch die Konzerne und für die Konzerne leben. Ich möchte es nicht glauben. Das ist wahrscheinlich, was mich zurückhält. Aber ich sehe sicherlich genügend Anzeichen dafür, dass es wahr sein könnte. Absolut. Denn die reden immer davon, dass Mexiko, die Vereinigten Staaten und Kanada so enden könnten wie Europa. Und es werden auf politischer Ebene Dinge getan, die uns in diese Richtung zu führen scheinen. Ich denke also, dass wir alle als amerikanische Bürger die Verantwortung haben, aufmerksam zu sein. Diese Bewegung hin zu einer Weltregierung dreht sich nicht um Blumen und Freude und Frieden und ein besseres Leben. Es geht um Unterwerfung. Sie haben in Ihren eigenen Schriften verlautbart, von früheren Zeiten bis in die Gegenwart hinein, dass die Welt, die Sie erschaffen, eine Welt sein wird, in der jeder, der geboren wird oder dem es gestattet sein wird, geboren zu werden, dem Staat dienen muss. Dies soll Ihre einzige Funktion sein. Wenn Sie eine Aufgabe für dich haben, die du erfüllen sollst, oder Sie eine Notwendigkeit für dich haben.
Der 4. Juli 2009. Überall in den Vereinigten Staaten finden sich Bürger zusammen, um die Gründung der Republik vor 233 Jahren zu feiern. Die meisten Leute in der Menschenmenge waren sich bewusst darüber, dass Amerika sich in eine falsche Richtung bewegt, dass Dinge sich zum Schlechten wandelten. Aber nur wenige konnten die Ausmaße der Korruption und des Diebstahls begreifen, die zügellos im Herzen der Nation grassierten. Der Motor von Amerikas Größe besteht nicht nur aus den Freiheiten, sondern aus der Bereitschaft der Bürger zum Kampf für deren Verteidigung. Hunderte anderer Nationen hatten viel größere Bevölkerung. Reichen eine Regierung dominieren, indem sie jene kaufen. Und der Durchschnittsmensch sowie die Armen zählen überhaupt nicht. Die Oligarchie ist eine Geisteshaltung. In anderen Worten, wenn du ein Banker bist, ist das bereits eine Weltanschauung, eine Sichtweise auf die Welt. Es wird impliziert, dass die Vorgehensweisen, die uns so weit gebracht haben, die Prinzipien nach Malthus sind: Nullwachstum, die Verringerung des Lebensstandards, die Versuche, alle möglichen Masseninstitutionen auszulöschen, die eine Gegenmacht sein könnten. Dies ist eine wissenschaftliche Diktatur, von der Bertrand Russell und die Huxleys, sowohl Aldous als auch Julian, gesagt haben, dass sie umgesetzt werden soll. Die wissenschaftlich kontrollierte Gesellschaft. Es ist nicht nur Familienplanung, was in Wirklichkeit Abtreibungen und so weiter bedeutet. Es sind globale Pläne, was wortwörtlich Sterilisierungen und Abtreibungen weltweit bedeutet für die ideale, zahlenmäßig verringerte Gesellschaft. Nicht nur weitläufig durch Genetik, durch die Genomprojekte, durch die ständigen IQ-Tests. Die Globalisierung hat die Welt wirtschaftlich zerstört. Mindestens 40 bis 50.000 Menschen sterben weltweit jeden Tag aufgrund von Hunger, Unterernährung und Krankheiten, die für wenige Cent geheilt werden können, sowie Durchfall. Wenn du einen dieser Oligarchen und Malthus-Anhänger fragst, denkst du nicht, dass etwas getan werden muss, um den Lebensstandard in Afrika oder Südasien zu erhöhen? Dann werden die sagen, nein, das ist unmöglich. Das würde den Planeten ruinieren. Das würde Mutter Erde unterdrücken. Das ist also Oligarchie. Klassenbewusstsein in diesem Sinne ist absolut essentiell. Wenn du denkst, dass Banker die gleichen Menschen sind wie du selbst, liegst du falsch. F. Scott Fitzgerald sagte einst zu Hemingway, weißt du, die Reichen sind anders als wir. Und Hemingway sagte, ja, die haben mehr Geld. Und F. Scott Fitzgerald antwortete, nein, das geht viel tiefer. Es ist eine ganz andere Welt. Um ein Oligarch zu sein, ein Rockefeller oder dergleichen, bedeutet, dass du in einer völlig anderen Welt bist, mit Werten, die sich völlig unterscheiden von den menschlichen Werten. Wenn man es den Oligarchen gestattet, weiterhin zu dominieren, dann ist die Zerstörung der Weltzivilisation bestenfalls nur eine Sache von wenigen Jahrzehnten. Um die Umsetzung ihrer Agenda zu erzwingen, verwendet die Elite eines ihrer beliebtesten Werkzeuge, die künstliche Erzeugung von Krisen, auch bekannt als die Hegelsche Dialektik oder Problem, Reaktion, Lösung. Die herrschende Elite der Welt sind in erster Linie Monopolisten. Der Begründer des Rockefeller-Clans fasste dies ganz simpel zusammen, als er sagte, Konkurrenz ist eine Sünde. Rockefeller selbst sagte, dass Konkurrenz eine Sünde wäre. Leute dachten, es wäre nur einer seiner kleinen Scherze. Er machte viele Witze über das Sparen von Pennies und so weiter. Aber in Wirklichkeit sprach er eine Tatsache aus. Konkurrenz war für einen Mann wie ihn, der für eine viel größere Organisation arbeitete, tatsächlich eine Sünde. Die Kartelle. Um die Umsetzung ihrer Agenda zu erzwingen, verwendet die Elite eines ihrer beliebtesten Werkzeuge, die künstliche Erzeugung von Krisen, auch bekannt als die Hegelsche Dialektik oder Problem, Reaktion, Lösung. Die herrschende Elite der Welt sind in erster Linie Monopolisten. Der Begründer des Rockefeller-Clans fasste dies ganz simpel zusammen, als er sagte, Konkurrenz ist eine Sünde. Rockefeller selbst sagte, dass Konkurrenz eine Sünde wäre. Leute dachten, es wäre nur einer seiner kleinen Scherze. Er machte viele Witze über das Sparen von Pennies und so weiter. Aber in Wirklichkeit sprach er eine Tatsache aus. Konkurrenz war für einen Mann wie ihn, der für eine viel größere Organisation arbeitete, tatsächlich eine Sünde. Die Kartelle, die seitdem gebildet wurden, sind viel größer und mächtiger geworden. Kartelle, die im wahrsten Sinne des Wortes Regierungen herumkommandieren konnten, manchmal auch um für ihre Zwecke in den Krieg zu ziehen.
Der Wirtschaftskollaps von 2008 und 2009 war eine beabsichtigte Krise, entworfen, um weltweit souveräne Nationen lahmzulegen, um den Weg zu bereiten für eine Weltwährung und eine neue Weltbank. China hält 1,5 Billionen. Auf der ganzen Welt halten sie die US-Währung. Sie wollen da aussteigen auf eine Weise, mit der sie nicht an ihren Investments verlieren. Es wird eine Weltwährung geben. Es wird eine neue Reservewährung geben. Man wird es durch den IWF durchboxen. Die Bankster werden das Ganze verwalten. Es wird passieren und es wird eher früher als später passieren. Es wurde auch die Frage an Geithner gestellt. Glauben Sie, dass der US-Dollar ersetzt werden sollte? Und er patzte. Er hatte einen Moment der Aufrichtigkeit, in dem er sagte, ja, wir ziehen das in Betracht. Und an diesem Tag sank der Dollar um 1% in nur wenigen Minuten. Timothy Geithners Kommentare darüber, dass eine Weltwährung nicht vom Tisch sei, denn das ist, was kommen wird. Die ganze Welt ist bereit, aus dem Dollar auszusteigen. Man will es auf eine Weise tun, mit der man nicht an den eigenen Investitionen verliert. Das ist alles, was derzeit geschieht. Alle auf der Welt, die Japaner, die 1 Billion halten, die Chinesen, die 1 Billion halten, die Saudis haben 1 Billion, die Europäer etwa ähnlich viel, alle werden es gleichzeitig abstoßen. Der Ansturm auf die Ausgänge wird dann zu einer Hyperinflation führen. Wenn Amerika genügend Arbeitskraft und Militär bereitgestellt hat für die Standardisierung der Welt in das einheitliche System, eine säkulare Weltgesellschaft mit Zügen der grünen Erdreligion aus Gründen der Nachhaltigkeit, wird Amerika in den Endstadien dieser Agenda den Amerikanern zu Hause den Boden unter den Füßen wegziehen. Wenn der Dollar zuvor der Albtraum gewesen von Paul Adolf Volcker, der nun unter Obama im Weißen Haus sitzt, kann es durch nichts mehr aufgehalten werden. Es gibt keinen durchführbaren Weg, um es aufzuhalten, nachdem es begonnen hat, an Fahrt zu gewinnen. Ich denke also, wir sehen uns irgendwann der wahrscheinlichen Situation gegenüber, eine Dollarpanik zu erleben, kombiniert mit einer Hyperinflation. Sie ziehen den Leuten den Boden unter den Füßen weg. Wir werden zunehmend zu einem Land ohne industrielle Produktion. Jedes Land, das nicht seine eigenen Güter produzieren kann, nicht einmal jene für die eigene Verteidigung, ist nicht länger souverän, unabhängig und in der Lage, sich selbst zu erhalten. Das sagt uns, dass es alles Teil des Plans ist. Es begann damit, dass das Federal Reserve System geschaffen wurde, dem man die Macht des Staates verlieh, Geld aus dem Nichts zu erschaffen und dies ohne Bezug auf den Willen des Volkes, ungeachtet dessen, was hinter dem Geldsystem steckt. In anderen Worten, es waren durchweg politische und wirtschaftliche Motive auf Seiten der Banker und der Politiker. Sobald man diese Macht an eine Gruppe verlieh, dem Federal Reserve System, war die Wirtschaftskrise unvermeidlich. Dies ist bereits zuvor geschehen. Jedes Mal, wenn in der Geschichte der Regierung oder einer Gruppe von Banken zusammen mit der Regierung die Macht verliehen wurde, die Geldmenge nach eigenem Gutdünken zu vergrößern, endeten diese Finanzsysteme immer in der Krise und kollabierten jedes Mal. Es gibt also keinen Grund zur Annahme, dass für die Vereinigten Staaten eine besondere Ausnahme gilt für die geschichtlichen Prozesse. Die Wirtschaftskrise begann, als die Gründer des Federal Reserve Systems sich auf Jekyll Island im Jahr 1910 trafen und das Federal Reserve Gesetz ausarbeiteten. Eines der Dinge, die sie diskutiert hatten, war, wie man die unvermeidlichen Verluste auf die Steuerzahler abwälzen konnte. Sie wussten, dass unvermeidlich so etwas geschehen würde, und sie wussten, dass es einen Weg geben muss, da herauszukommen, ohne die Banken, also sich selbst, zu zerstören. Sie meinten, wir gehen mit der Regierung eine Partnerschaft ein, wir lassen unser Kartellabkommen zum Gesetz werden, nennen es das Federal Reserve Gesetz und wir machen den Steuerzahler verantwortlich dafür, uns zu retten, falls, wenn die Pleite letztendlich da ist. Wir bewegen uns auf die größte Depression zu. Es wird kein Jobwachstum geben. Die Arbeitslosigkeit wird schlimmer werden. Genauso wie die Kriminalität, Armut, Entführungen, Angriffe gegen die Arbeitgeber. Und je mehr die Dinge außer Kontrolle geraten, umso härter wird die Reaktion durch die Bundesregierung ausfallen. Transparenter ist als die Federal Reserve.
Die Fed, wie Sie wissen, ist nur ein Monopol der Banker. Man gestattet den Füchsen, auf das Hennenhaus aufzupassen. Ich persönlich wäre dafür, dass der Kongress die Fed einfach verstaatlicht und dass die Banker dort rausgenommen werden. Sie beklauen nur das amerikanische Volk. Gebt sie direkt in die Hände des Kongresses und lasst den Kongress entscheiden anstelle dieser intriganten Gruppe von Bankern, die ihre eigenen Profitmargen festsetzen auf Kosten des amerikanischen Volkes. Seit der Erschaffung der Federal Reserve im Jahr 1913 haben Patrioten unermüdlich versucht, das amerikanische Volk zu warnen vor dem tatsächlichen Wesen der Federal Reserve. Während ihrer über 90-jährigen Geschichte gingen die meisten Amerikaner fälschlicherweise davon aus, dass die Federal Reserve eine Regierungsbehörde sei. Aber heutzutage zeigen wissenschaftliche Meinungsumfragen, dass die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung sich im Klaren über die Tatsache ist, dass die Federal Reserve das Frontunternehmen für ein ausländisches, privates Bankenkartell ist, welches nicht nur die Vereinigten Staaten, sondern auch fast jede andere Nation auf der Welt dominiert. Es wurde noch nie in irgendeinem Buch geschrieben, auf das ich gestoßen bin, wer diesen Typen die Befugnis oder die Erlaubnis gegeben hat, die internationalen Banker für die ganze Welt zu sein. Warum braucht man überhaupt internationale Banker? Warum sollte irgendeine Regierung zustimmen, diese einzusetzen? Wozu sind die überhaupt gut? Kann ein Land denn nicht sein eigenes Geld erschaffen? Dies zeigt uns, dass es bereits vor 200-300 Jahren ein existierendes, übergreifendes System gegeben hat, das diesen Typen die Erlaubnis gab, irgendwie zu den Oberherren des gesamten Geldes aller Länder zu werden. Was ist die Weltregierung? Jahrzehntelang haben die Medien ihre Existenz geleugnet. Und nun sagen sie, oh ja, es wird eine Weltregierung geben. Eine neue Weltbank. Und wir werden an jene unsere Kohlenstoffsteuern zahlen. Worum handelt es sich? Es ist nichts weiter als eine private, feindselige Übernahme jedes Es ist die World Wrestling Federation, die Washington Wrestling Federation. Man inszeniert diese Show mit bitteren Rivalitäten, Bösewichtern. Man kann sich gegenseitig wirklich nicht leiden. Aber hinter verschlossenen Türen sind sie Kumpels und trinken einen zusammen und machen Geschäfte. Die Republikanische Partei und die Demokratische Partei befinden sich im Besitz derselben globalen Eliten. Und bei den Themen, die für die globalen Eliten bedeutsam sind, handeln sie wie eine Partei. Sie kleiden sich in der amerikanischen Flagge und sie haben davon geredet, das amerikanische Erbe und amerikanische Prinzipien zu bewahren, währenddessen sie darauf hinarbeiten, uns mit einer neuen Weltordnung zu verschmelzen, in der unsere Souveränität zerstört wird und wir jegliche Bindung verlieren mit unserem amerikanischen Erbe.